nigga MCs, please think twice. Irgendwann musste es passieren und deshalb bin ich extrem froh, dass es jetzt passiert ist. Wilczynski endlich mal zu Gast, mein Lieber. Schön, dass es klappt. Immer Faust, das ist total wichtig. Faust. Live aus Offenburg zu uns gekommen, zu mir gekommen. Es gibt natürlich eine große Anzahl an Gründen, warum du heute hier bist. Es gibt eine Menge Projekte, die bei dir anstehen. Ja, ich bin sehr umtriebig, habe ich mal gehört. Sagt man sich, habe ich auch mal gehört. Es schleift bei mir auch gerade so im Gehirn rum. Und ich habe gehört, ich wäre sogar ein bisschen unterhaltsam, hast du gesagt, zu Paddy. Absolut, du bist total unterhaltsam. Das werdet ihr auch noch in der Sendung sehen. Wir haben einiges vorbereitet. Es wird sehr, sehr unterhaltsam. Es wird sehr lustig. Und vor allem, warum sage ich Projekte? Da steht wirklich einiges an, was dieses Jahr noch ein bisschen kommt. Noch was in Anführungsstrichen. Ja. Nächstes Jahr kommt viel. Der gute Wilczynski hat sich auch sozusagen eine Auszeit selbst verordnet, damit er sich auf Dinge konzentrieren kann. Da werden wir aber nachher noch in Ruhe drüber sprechen. Und wenn du natürlich schon mal hier bist und ein Beatmaker bist, der ja seit einigen Jahren am Start bist, möchte ich natürlich auch ganz gerne mit dir so die alten Scheiben, seitdem okay, du was veröffentlicht hast, durchgehen. Ne? Haben wir alles hier, reden über alles. Wir werden Vinyl verlosen und zwar auch exklusive Vinylgeschichten, die schon ausverkauft sind. Nämlich zum Beispiel dieses aktuelle Projekt vom guten Wilczynski. Die gibt es nicht mehr, aber ihr könnt sie gewinnen. Und nicht nur diese, wir haben auch noch andere Scheiben dabei. Also insgesamt gibt es 3 geile Scheiben vom guten Wilczynski. Zu gewinnen. Wie gesagt, Beats with Brothers Volume 1 ist eine von diesen beiden. Und all diejenigen, die dich jetzt ja eben, sage ich mal, kennen, aber die, die dich vielleicht auch nicht so gut kennen oder gar nicht kennen, die wir haben natürlich heute den Vorteil, dich besser kennenzulernen. Deswegen auch, wie gesagt, das Durcharbeiten durch deine Diskografie. Du hast angefangen vor circa 8, 9 Jahren? Ja, ich schätze mal 8, 9 Jahre. Ich kann es gar nicht genau eine Zeit festlegen, wann das begonnen hat. Auf jeden Fall released habe ich das erste Mal dann 2014, so, da war das erste Release dann, ja, und sind jetzt auch mittlerweile schon 5 Jahre her. Das ist hier jährlich zum Dezember hin. Mhm. Da findet dann auch eine kleine Party statt. 5-jähriges? 5 Jahre Wilczynski, ja, im Rahmen von Corner Loops 5. Ja. Ja. Das war aber die Platte, wo mein erstes Soloalbum war, ja, oder ist, ja. Zwischen Küche und Couch mit einem wunderbaren Layout. Handmade, kann man sagen. Ne? Ja, schon, die Fotos haben wir selber draufgeklebt. Und wer jetzt ganz genau hinguckt, wird vor allem was feststellen? Dass das Foto auf der Rückseite falsch rum ist. Wir haben das aber erst nach einer Zeit gemerkt und dachte dann, jetzt ziehen wir es einfach durch und kleben die falsch rum auf. Wenn man was falsch macht, dann zieht man das auch richtig ja, durch. Ja, unter dem künstlerischen Aspekt kann man das ja verkaufen. Kann man machen. Was ist so dein erster Gedanke zu dem Album, wenn du zurückblickst? 5 Jahre ist es her. Was fällt dir so als allererstes ein, spontan? Ja, also einerseits einfach dieser Moment, diese Platte dann in den Händen zu halten. Das erste Mal so ein Tonträger, zu dem man sich viele Gedanken gemacht hat, auch als Erstlingswerk, ist man auch immer viel mit Selbstzweifel konfrontiert. Und das dann einfach auf eine Platte zu packen, den Leuten zu geben und das allererste Mal zu haben, ist schon ein verdammt schöner Moment, ja. Und es ist einfach die Freude, die überwiegt, wenn ich an die Platte denke. Ist alles noch anderer Sound, wie ich ihn jetzt tue. Hm. Für mich zumindest in meiner Wahrnehmung. Man hört ja die eigene Mucke immer anders, wie jetzt die Leute, die es. Der Konsument. Genau. Und von dem her bin ich da ja sehr stolz drauf immer noch. Was war so der Auslöser damals? Kannst du dich noch daran erinnern, irgendwie sich ans Beatmaken, ans Produzieren zu machen? Ja, ich habe das ja, also ich liebe Hip-Hop so und ich habe dann immer die verschiedenen Disziplinen durchprobiert, außer Tanzen, das wusste ich vorher, dass ich da talentfrei bin. So. Okay. Ah. Und hab mir dann Überlegungen gemacht, was wäre mich sein und bin dann irgendwann aufs Beats machen gestoßen, aber war dann nie so ambitioniert oder hat noch nicht die richtige Formel für mich entdeckt. Und dann habe ich mir irgendwann beim Handballspielen ins Schlüsselbein gebrochen. So, und dann war klar, ich bin eine Zeit zu Hause, ja. Ich habe ja eine sehr schöne Narbe. Mhm. Ist gut für die Street Credibility. Und auf jeden Fall habe ich mir dann einfach gesagt, okay, jetzt kaufst du dir eine MPC und arbeitest dich da rein und ja, versuch mal dein Bestes so und ja, der Rest ist dann so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ja. Welche MPC hast du dir zugelegt? 2500, ja. Mhm. Also das ist für mich auch
meine Formel, wo ich weiß, mit der komme ich an das Ziel, wo ich möchte, zumindest jetzt noch. Ich kaufe auch mal viel neues Equipment, wo ich mich immer wieder versuche, selber zu finden, ja, aber mit der MPC, da führen schon alle Wege zusammen, ja. Hast du dich dann selbst ausprobiert oder hast du dir einen Bekannten geschnappt, der dich so ein bisschen in diese MPC-Welt eingeführt hat oder echt selbst versucht? Ja, ich habe mich erstmal selber versucht drin zu finden. Ich habe die Anleitung genommen, habe mich da eben mit beschäftigt. So, weil am echt Anfang, so richtig mit der Anleitung, ja, richtig durchgebrüllt? Du sitzt am Anfang vor dem Ding und denkst, okay, das ist ja kein Smartphone, wo du drauf drückst und es passiert ist, was du möchtest. Du musst halt dann Shift und gucken, wo dieser Programmpunkt ist, wo du hinkommst und weißt, vieles weiß ich jetzt noch nicht, wie es funktioniert wahrscheinlich, wo ich immer noch gar nicht die ganze Möglichkeit sehe. Und so habe ich mich dann, so habe ich angefangen. Und dann gab es auf Facebook, glaube ich, ein MPC-Forum, wo ich mich dann immer wieder mal ausgetauscht habe, wie man das und das und das macht. Und es hat mir am Anfang auch super viel geholfen, dass ich da ein bisschen mich oder die Schritte geschafft habe, zumindest zu wissen, wie was funktioniert, ja. Naja, klar. Ist das dann für dich auch so ein Ding gewesen, irgendwie so MPC, so ein Produktionstool, oder siehst du das so eigentlich sogar mehr an als vielleicht so auch wie ein Instrument, das man irgendwie beherrschen muss? Also ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, ich baue meine Beats mit MPC oder SP. Ich finde dieses Hardware, sich selber bewegst du halt nicht so geil, muss ich sagen. Es kommt eigentlich aufs Ergebnis an. Das ist für mich das Allerwichtigste so. Ich finde es geil, diese verschiedenen Möglichkeiten, die du hast durch die Hardware, zum Beispiel das Limitierte oder du hast halt nicht diese ganze Möglichkeit, die du jetzt hast, wenn du am Computer arbeitest und diese Zeit, die du auch aufbringen musst, weil es geht ja viel länger, der ganze Scheiß, wie wenn du jetzt am Computer sitzt und keine Ahnung, das ist auf jeden Fall mein Statement dazu. Ja. Ja. Was waren so die größten Einflüsse dann für dich damals? Also was ist da so auf dich eingeprasselt? Was hat dich beeinflusst? Also das kam alles mit so dieser, ich sag mal, Boom-Bap-Welle, keine Ahnung. Aber zu der Zeit habe ich viele neue Künstler für mich entdeckt. Also mein Hörverhalten ist ganz anders geworden. Und ich wurde dann halt selber auch aktiv dadurch, dass ich mir die MPC gekauft habe so und habe mich dann auch relativ schnell weiterentwickelt, sage ich, oder ich habe das schnell verinnerlicht. Und dann hatten wir auf der Arbeit, ich bin Sozialarbeiter im offenen Jugendhaus, und wir hatten einen Beat-Workshop angeboten, wo ich dann Dude 26 geholt habe, der den Workshop leitet, und er hat es dann eine Woche lang mit den Kids gemacht, hat dann bei meinen Eltern in der Ferienwohnung gewohnt, und das war halt super prägend, so erstens, wie er mit den Kids umgegangen ist, aber was er ihnen vermittelt hat und was er halt auch mir beigebracht hat, so diesen Mut und diese Motivation einfach auch mal zu veröffentlichen. Und ich weiß ja noch genau, das war so, das war im Rahmen dann von dem Workshop, wo er dann erzählt hat, hey, kennst du das eigentlich so? Und dann war es einfach nur dieser Trick mit der Frequenz, dieser Low-Pass-Filter anzuwenden. Und das war für mich halt voll nochmal neue Welt aufgemacht so, und das hat er gesagt, das ist alte Pete Rock Schule so, diese Low-Pass-Filter, die Höhe wegnehmen und einen Low-Pass laufen zu lassen, und das habe ich damals von Georg gelernt, ja. Ja, er hat ja auch dann unter anderem hier den Mix gemacht. Ja, der hat mir auch diese ganze Wege überhaupt erstmal gezeigt, weißt du, dass ich das überhaupt geblickt habe. So. Das war so. Und er hat mir es halt auch direkt angeboten, du Stefan, wenn du veröffentlichen willst, ich helfe dir, ich mische dir die Platte, ich zeig's oder ich gebe dir die Connection zu dem Mastermensch, zu Martin Kloß, genau. Und so kam das dann eins zum anderen, ja. Ja, Martin Kloß, der Chef-Masterer aller Daily Concept Releases. Ja, ne? Voll. Also zu der Zeit war das auch echt passend so. Mittlerweile arbeite ich halt viel mit Mike, mit Sterile One zusammen. Ich glaube, den Namen muss man auch mal hier nennen. Ganz liebe Grüße an Mike, so, der für mich halt Gold wert ist, unbezahlbar, ohne den. Ja, klar. Hätte ich nicht diese Konstanz an guten Sound, qualitativ guten Releases, ja. Ja, der macht viel. Also wenn er da mal auf eure Platten hinten drauf guckt, man sieht den immer häufiger irgendwo gemastert bei. Ja, Qualitätsinstanz. Ja, ja. Das heißt, du nutzt ja auch dann deine Hip-Hop-Wurzeln und deine Hip-Hop-Liebe, um die stark in deine eigentliche Arbeit mit den Jugendlichen einfließen zu lassen. Ja, klar. In der Sozialarbeit bringst du halt immer deine eigene Person mit, weißt du, da geht es gar nicht ohne so. Ich höre tagüber ganz viel schlimme Musik von den Kids. Seit neuestem ist ja so eine ganz schnelle oder mega schnelle Techno-Musik am Start. Ich weiß nicht, ich kann es gar nicht genau definieren, aber es ist von der BPM-Zahl so krank hoch, dass ich ja gar nicht drauf klarkomme momentan.
Und dann froh bist, wenn du zu Hause bist und wieder deinen eigenen Stuff mal kurz anfeuern kannst. Ja, ja, auch, aber manche Kids haben mal gute Musik drauf. So, als ich feiere zurzeit Apache total, finde ich Amok, was der macht. Das gibt mir saugut rein. Ja. Und das haben doch einige auf dem Handy. So. Wie ist das mit den Kids so, wenn die mit dir zusammen sind? Sind da dann, ich sag mal so, die haben ja heute diesen Einfluss der großen Medienwelt, der Möglichkeiten, gewisse Künstler ganz einfach zu konsumieren, die halt einfach groß sind. Ne? Das läuft denen über den Weg, das haben die irgendwie auf ihren Streamingdiensten, was weiß ich, lesen sie irgendwo. Aber gibt es denn da auch Kids, die irgendwie Interesse haben an dem untergründigen Hip-Hop-Kram oder die sagen, sag mal hier Stefan, was gibt es da eigentlich noch oder was gab es bisher? Ist da ein Interesse bei den jungen Leuten da? Also man muss sagen, der Großteil pumpt halt schon das Klassische, was es gibt. So die so das 187, Capital Bra, der ganze Kram eben so. So, ich will auch gar nicht werten drüber, so manche Sachen finde ich sogar ganz cool. Aber es gibt dann halt vereinzelt Leute, die wissen auch zum Beispiel, was ich dann mache, so, und verfolge das auch ein bisschen mit Instagram, Facebook, und sind dann auch sehr interessiert an dem, die fragen mich dann, was höre ich, was findest du gut, und auch bei meinem Arbeitskollege, der auch sehr bewandert ist in 90er Jahre Hip-Hop, ist es dann halt so, dass mir das halt auch schon immer dieses Kulturelle, was Hip-Hop ist, so immer nach außen trage, weil es vergesse halt viele so, gerade die Kids, die einfach nur konsumieren, und manche haben halt das Interesse an der Kultur, und das ist, denke ich, so super wichtig, weil ohne die Kultur würde ich nicht hier sitzen, wenn es einfach nur Musik gewesen wäre, weißt du, dann besser Musik gewesen, aber das gehört halt viel mehr dazu, und diese ganze Mindset und Attitude, die Hip-Hop eigentlich ist, versuche mir auch immer schon in der Arbeit wieder sehr zu vermitteln. Ja. Und wahrscheinlich würdest du hier nicht sitzen, eventuell, wenn es nicht Dude 26 gegeben hätte. Safe, ohne Georg würde ich nicht hier sitzen, gäbe es mich als Künstler Wilczynski überhaupt nicht so, weil mit ihm habe ich überhaupt erst diesen Mut oder die Motivation gehabt, einfach zu veröffentlichen, ja, um mir nicht in die Hose zu machen vor einer Veröffentlichung. Ja, das ist so. Ja, naja, klar, Logo. Ja, bin ich dem super, super dankbar, und das, man kann ja halt, also bei Georgs Einzige, was ich noch doper fand als seine Mucke, finde ich einfach, wie er als Mensch so andere Menschen begegnet ist, das fand ich unglaublich krass, so auch mit den Kids, und super dankbar, richtig, richtig inspirierend. Ja. Und vor allem auch immer sehr direkt, ne? Also wenn man ihm um eine Meinung gefragt hat, oder manchmal musste man gar nicht fragen, sie kam von selbst, sie war direkt, aber sie war halt ehrlich. Ja, ich finde es schön, wenn man direkt zueinander sein kann, und das war bei ihm auch immer super witzig, diese Momente, wenn man sich ausgetauscht hat, wenn zum Beispiel jetzt ein Projekt fertig war, wie zwischen Küche und Couch oder Glück und der Palm, das war ja die zwei, die er von mir gemischt hat. Genau, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Ja, steht hier unten, ja. Und diese Feedback-Runde war immer total, total spannend und witzig. So. Er hat immer sehr, sehr gute Sprüche auf Lager gehabt, wo ich echt das ein oder andere Mal richtig schmunzeln musste. Ja, der Humor war sehr trocken bei Georg, das auf jeden Fall. Dein Job als Sozialarbeiter ist ein extrem wichtiger Job heutzutage, oder eigentlich schon immer gewesen, keine Frage. War das für dich immer irgendwie klar, dass es in die Richtung gehen soll, oder? Nee, eigentlich gar nicht so. Ich bin von der ersten Ausbildung her, bin ich Handwerker, ich bin Super Mario, Gaswasserinstallateur, und habe dann über den zweiten Bildungsweg und Zivildienst habe ich dann angefangen, soziale Arbeit in Darmstadt zu studieren, und habe dort meinen Abschluss gemacht, ja. Okay, und dann direkt reingerutscht und... Ja, ich habe während meinem Studium schon im Jugendhaus angefangen gehabt, auf 400-Euro-Basis, so. Und daraus wurde dann eine volle Stelle, wo ich die dann übernommen habe, wo ich das Studium fertig hatte, ja. Sehr schön. Also kannst du auf jeden Fall hervorragend bei der Arbeit so deine Hip-Hop-Leidenschaft mit ausüben. Das ist natürlich ganz praktisch. Ja, in meinem Büro steht ein MPC. Ah, geil. Echt cool. Ja, ich habe dann auch später mal, vor 2 Jahren war das, glaube ich, einen Workshop mit Kids gemacht an der MPC 2500, wo wir dann auch zusammen in Plattenladen gegangen sind und Samples gesucht haben und so. Wollte es einfach ein bisschen weitergeben, was mir halt so wichtig ist. Deshalb. Klingt gut. Ja, ist wichtig, weil das tut mir unglaublich gut, hat mir auch super viel Identität gegeben, und warum soll man das nicht weitergeben oder jemand zumindest an die Hand geben und gucken, ob es was für einen ist. Absolut. Ja, zwischen Küche und Couch dein Debütalbum, wie ist es, bist du da noch heute zufrieden mit, also mit der Scheibe, weil ich meine, viele sagen ja so, oh, lass mich mit meinem Debütalbum in Ruhe. Ach du, das man sieht die Entwicklung zu jetzt, sage ich mal, das ist schon relativ einfach gehalten und simpel für die Zeit, aber was auch nicht unbedingt heißt, dass es nicht dope ist. So. Und ich bin, wenn ich die Entwicklung sehe, einfach auch immer noch sehr stolz auf die Platte, und die Beats gefallen mir immer noch, und so gut einem eigene Beats halt gefallen können. So, man hört seine Mucke ja immer ganz anders, wie du, wenn du die Platte jetzt hörst. So. Und von dem her,
alles cool damit, ja, bin ich immer noch down. Ja, dein zweiter Release, Glück unter Palmen, ist entstanden auf einer Reise ins schöne Valencia. War das so angedacht, dass du direkt auf der Reise dich um, sag ich mal, ein Release kümmerst, oder ist das durch Zufall entstanden? Nee, überhaupt nicht so. Wir waren da einfach im Urlaub mit meiner damaligen Freundin so. Und ja, das ist dann einfach währenddessen entstanden. Wenn ich halt in irgendeine Stadt gehe, dann suche ich immer die Plattenläden auf wenn das jeden, muss. Ja, weil die Bekleidung ist dann immer so geil. Ich glaube, deine Frau kann es wahrscheinlich dasselbe sagen. Ja. Die sagt dann meistens so, oh, ist hier um die Ecke noch irgendwo, sind da Boutiquen? Ja, ja. Ist uns im letzten Jahr passiert, dass wir in Wien waren, mit Stereo One zusammen dicken, und da war das Glück, dass in dieser Maria-Hilf-Straße heißt, ich glaube ich, ja. Und dass da eine riesenlange Einkaufsstraße ist. Das war Jackpot. So. Mädels, viel Spaß. Ja. Geht ihr mal shoppen. Wir vertreiben uns die Zeit einfach, wenn ihr shoppt. Genau beim so. Ding so rum. Genau. Ne? Ja, ja, geil. Und auf jeden Fall, ich war da halt in den Plattenläden unterwegs und habe dort halt Platten gekauft und war viel mit meinem Field Recorder unterwegs und habe einfach Sachen aufgenommen. Mhm. Das war, ja, habe ich einfach aus Instinkt einfach mal gemacht und war dann auch im Jazzclub, wo ich dann eine Stunde dort aufgenommen habe mit dem Field Recorder. Und es ist dann so, dass diese Samples, die ich dort gedickt habe, und diese Field Recorder-Aufnahmen plus die Aufnahmen aus dem Jazzclub einfach dazu geführt haben, dass alle Sachen, wie alle Beats, die da drauf sind, quasi die Basis, das war dieser Urlaub, was ich dort an Samples gekauft habe, aufgenommen habe, und aus diesem Jazzclub, ja. Das ist, und deshalb nenne ich es auch Glück unter Palmen, weil das halt auch Glück ist, dass man dort solche Platten dann findet, wo es dann halt auch gleich passt. Und dieser eine Track, der basiert auf einem Aufnahme aus dem Jazzclub. So, und das fand ich auch schon, immer noch einer meiner Lieblingsbeats, weil halt dieses Gedanke dahinter steht. Ja. Von dem her bin ich auch immer noch glücklich mit der Platte. Das klingt gut. Dann kam als nächstes ein Album von dir. Was ja sozusagen ein bisschen dann Neuland für dich war, ja, in Anführungsstrichen, ne? Weil es ist ein Album, wo du die Beats lieferst und zahlreiche rappende Freunde. Ja, ich nenne es Freunde. Ich habe ein Album mit Freunde gemacht. Das ist Anrufe in Abwesenheit. Genau. Die dann rauskam mit einigen bekannten Leuten, die man auch hier aus der Sendung kennt. 2016 übrigens erschienen. Schon wieder 3 Jahre. Ja, wie war das dann so, auf einmal nicht mehr nur zu Hause zu sitzen und irgendwie Instrumentalscheiben zu machen, sondern mit anderen Menschen sich auseinanderzusetzen? Also du musst wesentlich mehr Kompromisse eingehen, und Rapper sind halt Rapper und die nerven halt manchmal. Sorry Jungs. Sorry, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, also ja, man muss einfach mehr Kompromisse eingehen so, und die Arbeit an sich zieht sich dadurch auch ein bisschen länger einfach. Das ist halt alles ein Prozess. Aber macht natürlich unglaublich viel Spaß, wenn du deinen Mensch auf deine Beat rappen hörst und es ist auch noch dope so, dann ja. Ist halt auch schon ein super geiles Gefühl, wenn du die Sache dann halt zusammen machst, holst du das dann später wieder rein. Ja, du hast ja bei der Scheibe ein Konzept vorgegeben, den Jungs so ein bisschen. Waren die da sofort d'accord mit, oder war das ein bisschen? Also ich denke, das ist für, also manche waren sofort d'accord mit, für andere war es einfach ein bisschen schwieriger. Dieses Konzept, rap mir auf einen Anrufbeantworter so, hinterlass mir eine Nachricht, ist natürlich nicht jedermanns Sache. Es gibt auch keine einzigste, gibt es da gar nicht das Wort, das werde ich immer verbessern, das ist mein Badischer. So, ich hoffe, ich kriege auch keinen Untertitel hier drunter, wenn ich. So weit ist es noch nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Es ist nicht jedermanns Sache, einfach so eine Nachricht zu hinterlassen. Hm. Und manche viel einfacher, manche viel schwerer. Ja, ja, mit dabei, wir können ja mal ein paar Namen nennen. Hattrick ist mit dabei, Brew ist mit dabei, Bongo Bosen von Kram aus der Ecke ist mit dabei. Bester Mann. Koma ist dabei. Einige Leute auch aus Offenburg. Ja, es ist Maximum One aus Offenburg, P-Verse aus Offenburg, Ace und Claudio Esposito, der Offenburger Hip-Hop-Bürgermeister. Die Scheibe verlosen wir übrigens nachher auch neben dieser hier. Also wie gesagt, da kommt was auf euch zu. Ich überlege gerade, wollen wir erstmal in aller Ruhe reinhören? Mal in Anruf in Abwesenheit und auch in Glück unter Palmen und ja, in die beiden Scheiben würde ich sagen. Hör mal. Was tust du jetzt, wenn ich Nein sage? Ja, kannst du machen, machen wir dann trotzdem.
Wir hören rein, ob der Künstler will oder nicht. Diese beiden Scheiben und dann natürlich gleich noch, wie schon angekündigt, vieles exklusive neue Projekte. Wir spielen später noch einen exklusiven Song von einem Projekt, das erst irgendwann rauskommt. Das kann ich schon mal verraten. Und wir arbeiten uns natürlich noch weiter durch die Diskografie vom guten Wilczynski. Schon im Hotel angekommen, das LSD ballert, hab vorhin die Hälfte genommen, ist schon im Taxi passiert, gab nur Schwachsinn von mir, jetzt lieg ich mit Absicht hier auf dem Teppich und quatsche mit dir, hab mir fürs Ambiente den Westax und Platten geholt, wächst Kasten, Packung Menthol, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, schließ mich für eine Woche ein und schraube an der Scheibe, aber haufenweise Ideen und tausende Vergleiche, hab vor dem inneren Auge schon Alben geplant, Moment, es hat geklopft, falscher Alarm. Aber trotzdem wird mir gerade Angst und Bange, denn hier liegt ein toter Moneyboy in meiner Badewanne. Okay, Gedanken verdrängen, solange wie es nicht brennt, bin ich Feuer und Flamme. Ich muss die Lampen abhängen, also schick mir ein Beatpaket. Wenn du das tun würdest, wär ich dir dankbar. Oh, warte, der Room Service. Ihr schreibt Texte voll mit Nonsens für den Reibach auf Laufpartys. Ob wahr oder falsch, egal, es steigert die Auflage. Hauptsache Gossip bei Mafiosi mit Boxerschnitt. XY hat deine eigene Tochter gefickt oder sein Lieblingsrapper rappt auf Trapbeats mit Double Cups. Das müsst ihr hören, er benutzt sogar einen ganzen Satz. Autotune-Hooks bei einem Tag im K-Hole. Coke allein ziehen reicht für einen Beitrag auf Facebook, yo. Oder in deinem Juice-Magazin. Doch während dein Dope-MC stirbt, bekommt dein Hurensohn zu viel. Ihr benutzt Kinder, die immer noch voll mit Akne sind und generiert Hypes mit den Managern, die euch Patte bringen. Alles nimmt seinen Lauf, brodelt die Gerüchte, Crack-Küche. Ihr füttert die Kids mit Dreckslügen aus den Checkbüchern. Früher hab ich ein paar Zeitungen eingesteckt und fand ein paar Artikel gut, aber das meiste zu wack. Ey, du kannst sagen, was du willst, es geht immer nur ums eine. Gute Kritiken, die Titelseite und ne dicke Reichweite. Yo, Journalisten mit großem Geltungsdrang machen dich Held bekannt bei gutem Geldumfang. Kram aus der Ecke, wir rappen tight über den letzten Vibe. Ich schieb mein Mic tief in den Beat rein bis zum besten Teil hier. Stecke Dreck in Zeilen, spreng dein Text in Teilchen und Atome. Denn ich lager Tracks im Backpack neben den Kondomen. Verteidige dein Thron mit der Pistole, behalte die Krone. Ich steh vor dem Mikrofon, am liebsten oben ohne Hurensohn. Ach, ich knall die Lines vor die Melone. Flächendeckend treffen vom Hip-Hop-Noob bis zur Rap-Ikone. 30 Meter um mein Mic beginnt die Todeszone. Ich mach jeden Dope-MC zum tonlosen Drogentoten. Fall ins Bodenlose, wenn ich mich zurücklehn beim Beat zu hören. Denn keep it real, es geht zu viel.
wert. Jeden Morgen wach ich auf und seh nur nen Haufen Scheiße. Deutsche Rapper wollen Erfolg und bücken sich für die Seife. Geh zur Seite, hör nur Musik aus meinen Kreisen. Laber weiter, man umzieht deine Leiche mit weißer Kreide. Mr. G's liefert Beats und du Fucker bist bedient. Denn die Beats knallen mies wie das Schienbein von KC. Bleib stabil wie ein WKR-Piece. Drück auf Play und du merkst, wie deine Chaya sich verliebt. Pisser, bring den Funk auf nem anderen Level. Bleibe blessed, jede Wette, selbst beim Tanz mit dem Devil. Bin gesettelt, hole mir, was du Punk gerne hättest. Und nach einem Tape hat mich das ganze Land auf dem Zettel. Chill im Sessel, bin relaxed, während ich den Rubel check. Hängst du Pussy auf der Party deiner Frau mit buntem Sekt. 1996 Tat auf den Fingern, dass es hängst. Und deine Chaya kommt längst wie ein End-to-End. Pump den Sound durch die Box, bis die Lautsprecher reißen. Was für Feature, kick nur Styles mit Geist aus mein Kreisen. Du willst biten, doch zerreißt die Beißer am Eisen. Tommy H zum ENGST begeistert am meisten. Wer macht den Sound, bis die Lautsprecher platzen? Tommy. Wer taucht bei dir auf mit nem Haufen voll Atzen? Tommy. Bauchtasche, Jacke, Wolfshaut, graue Katzen. Prahl nochmal rum und ich klau deine Batzen. Wer macht den Sound, bis die Lautsprecher platzen? Tommy. Wer taucht bei dir auf mit nem Haufen voll Atzen? Tommy. Bauchtasche, Jacke, Wolfshaut, graue Katzen. Prahl nochmal rum und ich klau deine Batzen. Der Lehrer meinte immer, Tom, das kann so nicht mehr weitergehen. Doch ich hatte keinen Bock auf lange Weile in einem scheiß System. Ich weiß nicht, ob das Zukunft hat, denn gerade kann ich keine sehen. Ein Jahr später war die Scheiße nicht mehr mein Problem. Was, Fucker? Funk aus dem Land des Alpaka. Der Macker labert Bars, bis Baby Mama sabbern. Ich bring Lackern, während deutsche MCs Beat tackern. Starren sie auf den Ring wie Fans von Adil Attan. Basslines, schicken MCs und Fakes in Breaktimes und kicken Sprays von Doppel-H in Richtung Gravelines. Pack dein Hate ein, Ficker, jetzt ist Stage-Time. Du berührst das Mic und du fängst dir direkt AIDS ein. Reimkick, Kunst von Battle-Raps, Creme de la Creme, Spaß, schießt auf Menschen. Unternehmen, bis du Ficker einstehen hast. Du bist so shiny wie Las Vegas. Spreiz deine Beine für paar Scheine, so wie Kylie und ich dreh das. Wer macht den Sound, bis die Lautsprecher platzen? Wer taucht bei dir auf mit nem Haufen voll Atzen? Bauchtasche, Jacke, Wolfshaut, graue Katzen. Prahl nochmal rum und ich klau deine Batzen. Wer macht den Sound, bis die Lautsprecher platzen? Wer taucht bei dir auf mit nem Haufen voll Atzen? Bauchtasche, Jacke, Wolfshaut, graue Katzen. Prahl nochmal rum und ich klau deine Batzen. Hamburg im Haus. Tom Hengst, Brustbeutel EP heißt die neue Scheibe, ist ganz frisch raus. Ihr kennt ihn übrigens als Tommy Hill. Du kennst den Jung? Nicht persönlich, aber sausteiger Track, den wir gerade gehört haben. Amok Beat. Ja, pumpt richtig los. Müsste man eigentlich mal im Club hören zum Auflegen. Ja, oder im Auto. Oder im Auto, genau. Der gute Tom Hengst ist mit Kwami auf Tour oder war auf Tour, je nachdem, wann ihr die Sendung seht, auf jeden Fall. Hamburg generell, die Jungs da, Tom Hengst, Indius F. Ja, Indius war echt tot. Das fand die letzte Platte auch bei Windig echt geil und die Jalapenos-Line fand ich übertrieben gut. Habe ich mich leicht ertappt gefühlt. Ja, auf jeden Fall. Ja, unbedingt auschecken. Was die Jungs da machen, ist richtig geil. Findet ihr, wie gesagt, bei Vinyl Digital. Die nächste Veröffentlichung, zu der wir kommen, aber eigentlich müssen wir erstmal über das reden, was wir hier noch stehen haben und was nichts mit Hip-Hop zu tun hat. Obwohl, Bier hat eigentlich auch was mit Hip-Hop zu tun. Ja, ist Bier nicht sogar wichtiger als Hip-Hop? Das nenne ich jetzt aber mal okay. Das ist eine These, ich wollte eigentlich eine Antwort von dir. Nee, also wichtiger ist es nicht. Okay. Nee, also dann, wenn man mich jetzt vor die Wahl stellen würde, willst du auf Bier, musst du verzichten oder Hip-Hop? Eins von beiden, musst du verzichten in Zukunft, dann wäre das ganz klar Bier. Ja, ich glaube ich auch. Ja, hör mal, also ohne Hip-Hop, das geht ja gar nicht. Aber das Schöne ist, du hattest im Vorfeld gesagt, oh Mensch, schau mal, wenn ich rumkomme, ich glaube, da bringe ich mal ein Bierchen mit aus meiner Heimat. Ja, Mann. Das hast du gemacht, ich habe das mir gerade schon mal eingeschenkt. Es heißt Schwarzwald-Michel und es hat ein etwas skurriles... Ja, also wenn man jetzt dieses Etikett anschaut, sieht es jetzt auch nicht so unbedingt so süß aus, sondern eher als würde Schwarzwald-Michel gerne Leute im Keller verstecken. So. Ja, dazu gibt es halt eine kleine Anekdote. Das war ist auch so ein Running Gag bei den Leuten, so, die das mit mir zusammen getrunken haben. Okay. Also bei Corner Loops 1 war das ja noch so, die ganze Leute haben bei mir zu Hause in der Bude gepennt und ich habe die dann verköstigt mit Schwarzwaldmichl und es war AK420, DJ Obsolete, Space Windu, Herr König und Luke the Dude war auch noch da am zweiten Tag. Ja. Das nenne ich mal Line-Up. Ja, schon. Mein Lieber, leck mich am Arsch, ey. Ja, meine Vermieterin hat sich auch gefreut über die Jungs. Das sind aber doch alles super nette Kerle. Ja, ultra, oder? Ultra. Ja. Und auf jeden Fall gab es da dann Schwarzwaldmichl und die fanden dieses Etikett auch so wahnsinnig inspirierend, dass die das immer total
verschieden interpretiert haben. Und ich glaube, DJ Ops lädt, liebe Grüße an Sascha, kann diesen Text hinten drauf auch auswendig. Ja. Ja. Ah, okay. Holzhauer Michel ist ein Naturbursche von stattlicher Gestalt. Ja, Sascha, das teste ich dann demnächst, wenn ich mal wieder in Köln bin und wir treffen uns auf dem Bier, ob du den Text wirklich auswendig kannst. ja, dann erstmal, wir müssen erstmal probieren hier. Ich kenn's ja nicht, du wirst es ja schon millionenfach getrunken haben. Ja, schon. Oh ja. Ist okay? Ja. Ein, ja. Das Etikett ist witziger als das Bier. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein normales Bier. Ja. Ne? Aber du hast recht, das Etikett ist wirklich, ich weiß auch gar nicht, ob man das gerade gesehen hat, dass da hinten noch zwei Damen. Ja, die winken ihn mal voll süß zu, die sagen, Michael, komm rüber und so. Ja, aus seiner Heimat dieses Bier, ich habe natürlich auch eins besorgt, werden wir dann gleich noch uns verköstigen, das hallische Hansebier. Weil wenn du schon hier was aus deiner Heimat mitbringst, dann besorge ich natürlich auch hier aus meiner Wahlheimat das, ich weiß gar nicht, ob es das einzige Bier von hier ist. Das wäre jetzt eine Bildungslücke von mir, falls es mehrere gibt, aber das versuchen wir gleich auch mal. Das ist auf jeden Fall auch ganz, ganz nice. Das sieht auf jeden Fall lecker aus, so aus der Entfernung. Das passt vor allem, das ist auch lustig, das bekommt man in so einem Achterträger, in einer richtigen Box, also einen richtigen Karton, 8,5 Liter Flaschen und dann ist da immer noch Salz aus Halle mit dabei. Ja, ein schönes Beutelchen Salz. Halle ist ja bekannt als Salzstadt und das ist eigentlich auch eine ganz witzige Idee. Aber wir wollen nicht zu sehr abschweifen und uns über Alkohol unterhalten. Back to topic. Genau, wir kommen nämlich zur nächsten Scheibe und dann ist das ja im Endeffekt auch wieder, nachdem du dann Anrufe in Abwesenheit gemacht hast, wo dann auf einmal befreundete Rapper auf deinen Beats waren und du gemerkt hast, Arbeiten ist dann doch irgendwie anders, als wenn ich alleine zu Hause sitze. Ja, hast du aber noch mit Kumpels und deiner Crew? Ja. Glück gehabt, Bruder. Ach, herrlich. Wenn deshalb ihr wisst, trinkt man aus Flaschen. Ja. Ja, deswegen trinken wir aus Flaschen. Respekt, sehr gut gemacht. Dann kam diese Scheibe, es war 2017. Genau. Analog Mechanics. Ja. Wie seid ihr zusammengekommen? Warum eine gemeinsame Scheibe? Also das hat sich irgendwie entwickelt, dass Johannes über DJ Wildstyle auf mich aufmerksam wurde und dann einfach mal vorbeigekommen ist. Da hat zu der Zeit in Rastatt gewohnt, also nicht weit weg von Aachen und ist dann einfach mal abends durch. Bei Baden-Baden. Genau, ist durchgekommen so und mir habe einfach Samples gehört und dann ist auf einem Sample hängen geblieben, aus dem haben wir ein Beat gebaut. Und da ist dann der erste Track Octagon entstanden und dann hat DJ Wildstyle die Cuts dazu gemacht. Und ja, so haben wir uns dann gefunden, habe gedacht, okay, das funktioniert eigentlich ganz geil so, lass uns doch einfach eine Crew gründen, so, weil es auch menschlich halt mega viel Spaß macht mit den Jungs so. Und so ist es dann entstanden, dass wir Analog Mechanics wurden, ja. Ja, Johannes One Take kann man auch mal erwähnen. Ich habe sie extra nochmal rausgesucht. Hier ist ja auch noch nicht so alt. Sein Album Kupferstecher war auch Thema bei mir schon. Artwork bei Emesa, Master bei Steril One. Ja, nur gute Leute dran beteiligt. Nur gute Leute und vor allem Emesa wird ja auch nochmal heute und war ja schon und wird es noch auch nochmal Thema sein. Auf jeden Fall mal rein. Und dann gibt es natürlich auch noch die Moon Crew. Die darf man dann ja in dem Kontext auch nicht vergessen zu erwähnen. Weil auch nochmal die Jungs in einer anderen Konstellation ohne Wilczynski. Ja, ohne Wilczynski. Aber nicht weniger dope. Also das ist echt ein richtig, richtig starkes Album. Das sind auch alles krass talentierte Leute. Und ja, also ganz liebe Grüße an die Jungs. Grüße an Jonat, Grüße an Scan, an Moby, an Wildstyle und an One Take. Auf die Fresse. Und an Großgoschmann, nur der KSC, du weißt. Nur der KST. Ja, checkt die beiden Alben gerne mal aus. Da geht einiges. Ist ja vielen auch nicht bekannt. Waren auch kleine Auflagen. Ich glaube auch hier, Johannes One Take hat auch was. Also ich glaube, die One Take war kleinere Auflage. Ich glaube, die war 150 und ja, ne? Die Moon Crew war, glaube ich, 300, glaube ich. Ja. Habe ich auch so in Erinnerung. Also deswegen. Ich glaube, die Kupferstecher ist auch weg. So, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ich will nichts Falsches sagen, aber die okay. Es ging relativ fix bei der. Sehr gut. Du hast auch Johannes One Take, habe ich gesehen, bei Insta oder Facebook ist eigentlich Boogie, ist alles das Gleiche. Hast du ja erst vor kurzem besucht, witzigerweise, ne? Ja, also ich habe es bisher noch nicht geschafft gehabt, seine Tochter zu besuchen und bin deshalb zu ihm nach Würzburg gefahren, zu seiner Family und wir haben uns dann getroffen und einen Nachmittag dort verbracht. Ja,
Ja. Und vor allem Fotos geschossen vor der Residenz, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ja. Es gibt hier ein paar sehr beeindruckende Gebäude in Würzburg. Ja, Würzburg ist sauschön, hat mir schöne Engen gezeigt und natürlich auch einen schönen Biergarten. Natürlich. Und, normal. Und, normal. Ja, war eine gute Zeit dort gehabt und das ist halt auch Family so. Also Hip-Hop für mich ist auch immer Family. Das ist jetzt nicht irgendwie, oh, wir machen halt schnell Musik, sondern für mich ist einfach wichtig, dass es menschlich passt und dann fangen wir an, Musik zu machen. Ja. Und das ist auch wirklich, das sind wirklich Freunde von mir, DJ Wildstyle oder Johannes. So. Das ja, ist mir immer wichtig, dass das auch menschlich passt. Und vor allem kann man dann ja, und du bist ja so generell jemand, der gerne reist, in Würzburg sich ja einiges anschauen. Das ist ja geschichtlich und gebäudetechnisch extrem. Ich habe selber in Würzburg gelebt, von 79 bis 90. Da kann man sich auf jeden Fall einiges angucken. Also wenn ihr mal in der Gegend seid von Würzburg. 79. 79 bis 90. Krass. Ja, das, shit, hätte ich mal nichts gesagt. Ist mal schön, der Älteste im Raum zu sein, wenn es im Hip-Hop geht. Siehst du, so kann es manchmal gehen. Weil ich das gerade schon anspreche, dieses Reisen, dieses Unterwegssein, dieses sich mit Leuten treffen, Städte anschauen, Dingen gehen. Gefühlt habe ich ja, wenn ich so mitkriege bei dir, das Gefühl irgendwie, mal ein Wochenende zu Hause ist eigentlich keine Option. Das ist Luxus, wenn man mal ein Wochenende zu Hause ist. Nee, Quatsch, Spaß beiseite. Das macht ja mega viel Spaß, einfach durch diese Gemeinsamkeit, Musik, Hip-Hop einfach zu connecten. Ich bin ultra offen und ich lieb's, neue Dinge kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen, neue Städte kennenzulernen. Und deshalb bin ich da super gerne unterwegs, schaue mir neue Sachen an. Das ist auch immer ein krasser Punkt an Inspiration, dass mir das gibt so. Und ja, ich bin super gerne unterwegs und ohne das wird mir echt was fehlen, wenn das nicht wäre so. Und kann auch noch sagen, die Beatmaker-Szene ist halt auch super offen, die bietet auch Platz dafür. Gibt wenig dieses Ellenbogenverhalten wie jetzt, wenn Rap da ist, ist immer Competition da so, aber das ist schon super, super schön gerade, ja. Wenn du so viel unterwegs bist, hast du vielleicht auch eventuell zu Hause an der Wand so eine Weltkarte hängen, wo du so mit so Nadeln reinstichst, wo du schon überall warst? Ja, so eine zum Rubbeln, kennst du die? Zum Rubbeln? Ja, Mann, also, das ist wie so ein Rubbellos, weißt du? Und da kannst du halt aber nicht die Städte, sondern nur diese Länder frei rubbeln. Die Länder, ja. Okay. Ja. Aber dann könntest du ja theoretisch dann trotzdem Nadeln reinstecken in die Städte. Ich war ziemlich klein. Ich war jetzt noch nicht so viel außerhalb unterwegs von Europa. Ich war nur in New York, Jamaica und in Marrakesch, so, das ist noch nicht so viel freigerubbelt, weißt du? Europa ist zwar ganz freigerubbelt. Ich aber sagen, Deutschland wahrscheinlich auch. Ja, ich bräuchte eine Deutschlandkarte. Ich glaube, das wird mehr Sinn machen, wo ich dann diese Stecknadel reinstecken kann. Na, dann habe ich ja mal ein Geschenk für dich, wenn ich dich mal besuche. Ja, Mann, bist du mir eh was schuldig. Ja, das auf jeden Fall, aber das bleibt unter uns. Warum ich dem guten Wilczynski was schuldig bin, das ist unser kleines Geheimnis sozusagen. Wir kommen zum nächsten Release, der liegt hier auch schon bereit. Den gab es nämlich nur in Anführungsstrichen auf Tape. Gibt es da eine Überlegung, das vielleicht auch mal auf Vinyl einfach rauszubringen, nochmal im Nachhinein? Also das muss ich mit Roman ausmachen, so er startet Boss über dieses ganze Tape. Ach, der Chefe. Nee, aber eigentlich nicht. Eigentlich wollen wir es beim Tape lassen und ich bin auch so froh, dass es einfach ein Tape ist. So funktioniert es ganz geil. Und bin unglaublich happy mit dem Tape. Es ist auch, wir haben auch eine Release-Party zu diesem Tape gemacht, wo damals dann die Fällt, glaube ich, runter. wo dann die Idee zu Corner Loops entstanden ist, ja. Bei der Release-Party, wo wir gemacht haben, Kaffee Kakadu in Offenburg, ja. Dachte man dann, okay, wir sollte vielleicht da, sollten vielleicht da öfters was machen, weil es einfach so gut funktioniert hat. Ja. Wie kam es zur Verbindung mit dem übertalentierten Hydrogeni? Ist das so übertalentiert? Ich finde ihn super talentiert. Ja. Ich finde ihn einer von der Besten von Deutschland. War es ja ungefähr Top 3. Ja. Oh, okay, Top alles drei. Klar, Top 3. Ja. Und ja, wie kam es dazu? Ich war vorher eigentlich schon großer Hydrogeni-Fan. Ich habe das irgendwie verfolgt auf Soundcloud oder Schieß mich tot, keine Ahnung, wo das war. Aber auf jeden Fall kannte ich seinen Namen und ich habe es ultra gefeiert, damals schon, was er gemacht hat. Und wir sind dann irgendwie in Kontakt gekommen. Ich war dann aber beim Radio-Interview mal in Karlsruhe. Ich weiß gar nicht, ob man es das erste Mal gesehen hatte. Mhm. Auf jeden Fall hat man das erste Mal connected und hat halt auch gleich gemerkt, dass es halt auch menschlich mega gut passt so und da trinkt er auch super gerne Bier. Und wer gerne Bier trinkt, ist automatisch schon mal gern gesehen. Das ist eine Grundvoraussetzung fast. So, wenn das nicht gegeben ist, dann wird es schwierig. Kam ja auch 2017 raus. Ja. Ein Jahr, wo ganz schön viel bei dir passiert ist. Ne? So, ja, super prägendes Jahr für mich, auch eines von den wichtigsten Jahre eigentlich, wo es dann so einfach nochmal
eine Schippe drauf ja, gelegt wurde und einfach abging, auch an Live-Dates, an Veröffentlichungen, an diesem umtriebig sein und Connecte und so. 2017 war schon ein super wichtiges Jahr und 17 ist auch immer so eine ganz spezielle Zahl für mich dann, auch in Bezug auf dessen, ja. Hydrogeni, weil wir ihn ja schon erwähnt haben, ihr könnt ja generell ihn mal auschecken, er war ja auch schon bei mir mehrfach Thema, auch zuletzt, ich überlege gerade, in der Sendung mit Slowy und 12ins, die auch begeistert waren, das war noch ganz lustig, weil der Mario von Postpartum, ganz liebe Grüße natürlich hier übrigens an dich und deine bessere Hälfte für all die schönen Releases, die ihr Hallo macht. Mario. Das ist nämlich das aktuelle Album von Hydrogeni. Das war, wie gesagt, in der Sendung mit Slowy und 12ins auch Thema. Und das war so lustig. Da schrieb mir Mario nämlich noch später irgendwie so, ja Mensch, hier habe ich gesehen, geil und so, danke für den Support und wir hatten ja reingehört und wir hatten die Platte auch verlost und dann meinte er so, oh, ich hätte ja mal gerne gewusst, was die beiden da geschnackt haben, so, ja, und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute draußen zuschauen und so richtig krass Lippen lesen, wenn hier Mucke läuft, okay, was wir so besprechen, aber es war auf jeden Fall so, dass Slowy und 12ins begeistert waren, also auch 12ins sagte auch so, Alter, sag mal, geiler Sound und wer ist denn das und kannte den natürlich auch nicht. Ich sag ja Top 3. Ja, absolut hier, also, im Auge behalten, ich bin auch Fan von, und das Schöne ist, was man erwähnen kann, sein Debütalbum wurde ja nochmal gerepressed. Ja, genau. Ja, also wer das verpasst hat, kann bei Postpartum Records, und ihr kennt das Label. Also wer mir folgt. Ich kenn's nicht. Aber was ich sagen wollte, lad doch Hydrogeni auch mal ein. Also, das wäre auch mal eine Idee. Ja, ich habe auch mal eine Zeit lang überlegt, das ist natürlich jetzt so, dadurch, dass du jetzt erstmal allein hier bist, ich habe auch immer mal überlegt, vielleicht 2-3 Produzenten so aus so dem in Anführungsstrichen gleichen Bereich mal einzuladen. Das wäre, glaube ich, auch ganz geil. Mit Sicherheit, ja. Ja, aber bei Hydrogeni, das muss irgendwann auch mal auf jeden Fall sein. Witzig wäre auch Mario. Das wäre auch sehr witzig. Das stimmt. Das stimmt. Der Mario, das wäre auch nicht schlecht. Mario muss ich aber übrigens mal besuchen, weil das ist der Witz. Der Mario wohnt nämlich direkt um die Ecke meiner Schwiegereltern. Ach krass, okay. Ja, und wir haben es aber trotzdem noch nicht geschafft, Mario. Das ist ja der nächste Witz eigentlich an der Geschichte. Wie gesagt, Hydrogeni, ihr checkt das Ganze aus. Was ja dann ganz interessant ist, wenn man jetzt so zurückblickt gerade auf die Sachen, die wir erwähnt haben, und da kommt jetzt ja auch noch gleich was, so zusammenarbeiten mit anderen Produzenten. Das ist auf jeden Fall was dir schweinegut reingeht, worauf du Bock hast. Was ist so da für dich, sage ich mal, das Besondere dran, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten? Ja, auch bei deiner aktuellen Veröffentlichung ist es ja auch wieder eine Zusammenarbeit. Also Musik ist an sich ja was Schönes, was einen glücklich macht. Und wenn du es halt noch zu zweit machst du noch mehr, dann ist es noch glücklicher. Dann noch glücklicher. Ja, genau. Und auf jeden Fall waren das halt alles so Prozesse, also jetzt die Lost in Basics oder die wir jetzt gleich kommt, ja, zu dem Projekt, wie jetzt aktuell ist. So. Und weil hier teilen wir uns ja nur eine Tape-Seite, ich und Hydrogeni, hat jeder seine eigenen Tapes gemacht. Hier hat man auf die eigenen Samples zurückgegriffen. Genau, so, bei der kommen wir gleich, ja, zu Duality mit Kajo. Und die Reise endet jetzt im Endeffekt in der Zusammenarbeit mit Flocalist und der Serie. Und ja, das sind jetzt erstmalig gemeinsam entstandene Beats drauf, ja, die man komplett gemeinsam gemacht hat, ja. Ja, sehr schön. Also das heißt, mal abgesehen von glücklich sein, dass es glücklich macht, ist natürlich wahrscheinlich auch der Austausch, so generell auch mal zu gucken, wie arbeitet vielleicht ein anderer Produzent, wie geht der an seine Beats ran, auf was achtet der? Also da ist es halt so, mit jeder Session, die du dann persönlich Leute triffst, ist das immer so, dass ich immer irgendwas für mich mitnehme. Egal, ob ich mich jetzt mit Funky Notes getroffen habe in Basel oder mit The Session Hamburg, ich nehme da immer kleine Elemente für mich mit. Oder wenn es jetzt Lachsfilet aus Offenburg rumkommt und wir gemeinsam Beat bauen. Ja. Jeder hat andere Herangehensweise und das ist mega spannend, weil da kannst du auf jeden Fall immer was für dich auch mitnehmen, wo du denkst, okay, das könnte ich auch mal so probieren in den bestimmten Fällen, ja. Was mir gerade noch einfällt, was jetzt hier gerade fehlt, nämlich bei deinen Zusammenarbeiten, du hast ja mal für Weiben, stimmt, mit dem guten Tosh Taylor auch zusammen gemacht. Die habe ich gar nicht rausgesucht. Die, du kannst ja schon mal erzählen, wie es da zustande kam, dass der gute Tosh auf dich zukam und sagte, hier, sag mal, Wilczynski, wie sieht's denn aus? Hast du Bock? Ja, also das war halt so, Ich war, wo war ich? Ja, 360 Grad Jam in Heidelberg, Winter Jam. Und er war, glaube ich, DJ von Madness and Döll und hat mich dann ankauen, ob ich Bock hätte, mit ihm so eine 7-Inch zu machen, ja. Wo dann auch die B-Seite von mir ist, die A-Seite ist von ihm. Und
Ja, also ich bin mega glücklich, ein Teil der Serie zu sein von Vibin, und ich bin auch froh, wenn dann bald Volume 3 kommt, weil es wäre eine Zeit, ja. Es wäre wirklich eine Zeit, weil die kam ja auch 2017 raus. Ja. Jetzt haben wir 2019, dann ist ja schon bald am Ende. Volume 1 gab es auch noch. Vibin unbedingt mal auschecken. Schöne Grüße auch auf jeden Fall. Schöne Grüße nach Darmstadt. Ja, immer hart auch limitiert, deswegen auch mal gerne auschecken. Weiß ich noch, habe ich damals noch in meiner Sendung beim Deutschlandfunk, habe ich die komplett noch gespielt auf jeden Fall. Und auch verlost. Fällt mir auch gerade noch ein. Das Gehirn funktioniert dann doch mal ganz gut. Wir haben gerade schon, und vor allem du hast ja die nächste Scheibe erwähnt, die dann aber auch mal im Jahr 2018 von dir kam. Ich meine, 2017 war ja schon ganz schön brechend voll. Wenn man das jetzt gerade sieht. Sie kam, glaube ich, die kam vorher. Die kam davor? Also es kam beide 2017, aber die kam davor. Ach, die Expedition, echt? Ich hätte jetzt gedacht, ja, aber die kam. Wie du magst, Bruder. Wie du magst. Nö, da halten wir uns schon an die richtige Reihenfolge. Naja, dann kommen, dann machen wir jetzt, glaube ich, die erstmal. Natürlich, klar. Dein Beitrag zur Vinyl-Digital-Reihe. Ja, wo also, du wahrscheinlich, ich vermute jetzt einfach mal, du wolltest auch ganz gerne, oder? Weil Vinyl Digital würde ich zwar angesprochen haben, aber du hast wahrscheinlich auch richtig Bock gehabt, oder? Ich habe krank Bock gehabt, aber so das, ein Teil der Serie zu sein, ist ja natürlich auch eine große Ehre von der Expedition. Da war für mich der Anspruch, ich möchte halt auch liefern so. Ja, ja, klar. Und das war, für mich ist das eine meiner, ja, wahrscheinlich die stärkste Platte, wo ich gemacht habe. So momentan, das ist auch mein letztes Solo-Album und die ersten 3-4 Tracks da drauf machen mir noch unglaublich viel Spaß. Die spiele ich auch in jedem Live-Set, wie auch den letzten Track da drauf. Okay. Und dieser Bossa Nova-Vibe ist auch für mich so, dass der mir am meisten Spaß macht. Wenn ich den produziere, wenn ich ihn live spiele, das macht mir am meisten Spaß. Und die ersten drei oder Track 2 bis 5 sind, glaube ich, in diesem Vibe. Und das, ja, daher ist so eine Herzensangelegenheit, auch dieser Roadtrip, der mit der Platte verbunden ist, deshalb heißt der Road so, dass man wieder bis dazu sich selber findet und ja. Wo warst du überall unterwegs? Oh, wir waren erst in Münster in der Nähe, in Coesfeld, und sind dann weitergefahren über Mainz, runter nach Bayern zu Mario, haben Mario besucht, sind dann weiter über Salzburg gefahren, vorher waren wir noch in Wasserburg und sind dann nach Salzburg und von Salzburg aus nach Wien, von Wien sind wir aus nach Kärnten und von dort nach Venedig und dann in die Schweiz über Zürich nach Basel und dann wieder nach Hause, ja. Okay. Ja. Ja. Ordentlicher Trip auf jeden Fall. Ja, hat Spaß gemacht, die Zeit. Ist super witzig, auch das Video. Ich weiß nicht, ob du das Video kennst. So. Habe ich jetzt gerade gar nicht mehr. Nee, vor Augen habe ich es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich kenne das Video, aber ich weiß nicht mehr. Ja, da gibt es so eine Szene, wo ich Liegestütze mache und dazwischen klatsche. Ist ziemlich episch. Komm hier, los. Nein. Ich war kurz davor. Ja, sehr geil. Ja, die Serie an sich natürlich auschecken. Ich glaube, die ein oder andere Scheibe bekommt man auch noch von der Expedition-Reihe bei Vinyl Digital. Aber sind auch einige ausverkauft, haben schon viele Leute dran teilgenommen. Ich kriege sie jetzt nicht alle auswendig zusammen, dafür sind es zu viele. Ich schon. Du würdest alle zu... Nee, es war geblufft, okay. Ah, okay, ja, das ist klar. Siehst du, ja, das ist die Gefahr hier. Niemals bluffen. Ganz, ganz gefährlich. Ja, und dann die nächste Scheibe, auch 2018, die ich auch sehr gelungen finde übrigens, mit Kayo, Duality. Der Mann kommt aus Straßburg. Übrigens schon wieder eine Stadt, die man auch mal erwähnen darf, die unfassbar schön ist. Sehr, sehr schön und es wird sehr guter Fußball und sehr guter Basketball dort gespielt. Ja, Ali Rassing, Ali Rassing, ja. Du hast recht. Ja, eine richtig schöne Scheibe. Eine Zusammenarbeit, wie sich das gehört für einen Wilczynski. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie seid ihr denn zusammengekommen, um dieses Projekt umzusetzen? Also wie auch schon bei Hydrogeni war ich vorher großer Kayo-Fan. Das war so, dass diese Platte gemacht, was sehr inspiriert war von Jill Scott Heron, wie ich unglaublich stark fand von ihm. Und es war dann so, man hat dann irgendwie connected, keine Ahnung, wie auch immer, wahrscheinlich habe ich ihn nach Platte gefragt. Und einfach gefragt. Er hat dann auch mitverfolgt, das, was ich tue. Und er kam dann einfach in Straßburg mal rum, wo ich gespielt habe bei Tour de Manege Sessions in Straßburg. Aber sehr, sehr gute Jungs, die das veranstalten, Gumar und Saligo. Und also sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn man dope instrumentale Hip-Hop-Musik mag. Und auf jeden Fall kam der da rum als Besucher, Kayo, und dann hat man auch mal
natürlich viel Bier getrunken. Mhm. In Frankreich trinkt man das mit Picon, mit Amer. Das ist, habe ich ein bisschen unterschätzt an dem Abend. Aber hat alles gut geklappt. Und auf jeden Fall hat man dann im Nachhinein einfach mal drüber gesprochen, so, ob man mal denn was gemeinsam machen wollte. Die Idee kam dann von ihm mit den, man benutzt die gleichen Samples, wir suchen uns gegenseitig Samples aus dem Sample Pool und greifen dann nur auf diese als Main Samples zurück. Oh, okay. Und deshalb sind alle 6 Tracks, die jeder hat, auch 3 Samples vom anderen ausgewählt worden. Ja. Und das war dieser Gedanke hinter der Platte, das About Duality. Und Kayo wird auch gerne Volume 2 machen. Ich weiß noch nicht, wann ich Zeit dafür habe, aber ich habe auf jeden Fall Bock so, weil das, ja, sind krasse Beats entstanden, die du halt unter diesem Aspekt, dass du auf dieses Sample zurückgreifen musst. Ja, manche hätte ich verworfen, muss halt kreativ werden und was machen. Und Ihr habt also wirklich definitiv die ausgesucht und der andere hat wirklich damit gearbeitet. Es war jetzt nicht so eine Nummer, wo man zwischendurch sagt, komm ey, lass uns nochmal 2 neue raussuchen. Nee, wir haben uns da festgelegt und haben auf die zurückgegriffen. Ich habe da auch, also wenn du jetzt zum Beispiel Kevin Microphone anguckst, der ist momentan auf Spotify mein erfolgreichster Beat, wenn man es auf Streams betrachtet. Ja. Und es war so, dass ich lange eine Version davon hatte, wo ich ganz voller Selbstzweifel war. Okay. Und immer wieder, kennst du es, du hörst dann Beats und hörst, es passt einfach noch nicht so, dass du es rausgeben magst. Und dann habe ich mich wirklich da nochmal hingesetzt und habe das Sample noch massiv runtergepitcht und die anderen Sachen dann noch dazu gespielt. Und dann hat es gepasst für mich. Aber das ist so. Und jetzt ja extrem gestreamt. Ich weiß gar nicht, wo liegen wir da? 4-5 Millionen oder was war das bei dir? Ich glaube 4-3 und sowas, ja. Da hat sich die Arbeit aber mal gelohnt. Ne? Ja. Manchmal muss man eben an Dinge ran und einfach nochmal so richtig loslegen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal reinhören und erwähnt werden muss auf jeden Fall noch, jetzt, ich bin heute irgendwie im Runterwerfmodus, ich weiß auch nicht, was bei mir los ist. Trink das Bier lieber mal aus. Ja, trink lieber mal aus, aber echt, damit wir das nächste öffnen können hier. Diese beiden Scheiben, und zwar Anrufe in Abwesenheit, das gute Album Duality und auch die ausverkaufte Beats with Brothers Volume 1, diese 3 Scheiben werden wir verlosen. Irgendwann zum Ende der Sendung oder vielleicht auch ganz, ganz am Ende der Sendung. Vielleicht auch, wenn der letzte Song läuft, haltet Augen und Ohren offen. Da läuft vielleicht was durchs Bild, wo es erklärt wird. Man muss Auge machen. Man muss Auge machen. Also wir hören rein und dann arbeiten wir uns gleich noch durch alles Mögliche weiter durch. Catching the wind, got a bundle in my coat.
catch me if you can. I'm Leonardo DiCaprio in a polished coat, pushing countries, they think I'm selling. No sir, I'm smoking dope. You know how I know this world crazy. This is for survival. I pray harder for my rivals, cause they don't know better. I'll catch up later. Won't be no cheeseburger for the cheddar. Can't have you guys too bye. Goodbye. Gotta use my antennas. Sipping on that cognac. Knowing I ain't going back. Sipping on that cognac. Yeah, it's super. Knowing I ain't going back. Yeah, check. Always the closest ones to you to treat you like shit. Always the girls in the house to never let you hit. So I'm walking out this door, cause on the other side there's plenty to get. You fabricated, I can smell that stench. I'm way past tense, a few best friends. And the rest we associate to help loose ends. I be on the murder scene all the time. Ain't about that business, don't waste my time. Now, gotta move a different way. Come and catch the wave. I can't believe that shit, all that shit that stays. I'm a diamond in the rough, yeah. Hard to find a diamond in the rough. So I'm a diamond in the rough. I bet Obama's still blazing up. I bet that shit. I saw that Netflix special. I ain't guessed that shit. So tell Barry, come and hit this shit. Is that out of line? Well, that's fine, cause elementary, I ain't stand in line. I did it every time. I don't follow rules. Plus size cool. Got good grades when I wanted to. And got every girl that I wanted to. But just a few, just a few, just a few. So who are you, who are you, who are you? Just a few, just a few, just a few. Yeah, for you, yeah, for you. Sipping on that cognac. Knowing I ain't going back. Sipping on that cognac. Knowing I ain't going back. Jetzt hätten wir schon fast hier vergessen. Wir waren gerade am Diskutieren über Plattenlegen, Discogs-Preise, Flohmarktpreise, weil nämlich der gute Wilczynski in mein Plattenregal guckt und sagte, Square One, ist das etwa der Repress oder Original Walk of Life, ein legendäres Album? Wer es nicht hat, besorgen. Und da sage ich, nee, leider nur der Repress, weil ich damals, wie das Album rauskam, nur die CD bekommen habe. Und das ist ja die Pressung zum 15-jährigen Jubiläum gewesen, der Scheibe. Und dann sagte Wilczynski daraufhin zu mir. Was habe ich gesagt? Ich habe es vergessen. Du warst auf dem Flohmarkt. Ah, und ja, und ich habe die mega billig geschossen. So. Und dann gibt es immer diesen Moment, den man fragt, was kostet das beim Flohmarkt? Und er sagt dann halt mega den Preis, der viel zu niedrig ist. Und du grinst schon innerlich so hart. Und hier, nimm mein Geld und tschüss. Ja, das so. Ja, so war das damals mit meiner Platte, Walk of Life. Ja, manche Leute, man denkt ja eigentlich heutzutage, dass jeder bei Discogs reinguckt und eigentlich weiß, was Sache sein könnte. Aber ja, anscheinend nicht, ne? Ja, Platte lädt er schon eher. Es gibt ja auch Plattenläden, da darf man kein Handy ziehen, habe ich mal gehört. Ja, das will ich aber mal erleben, dass mir mal jemand in einem Plattenladen sagt, kannst du dein Handy wieder einstecken? Dann sage ich, dann stecke ich mein Geld aber auch wieder ein und tschüss. Geh nach Hamburg, Bruder. Oh, war ich schon länger nicht mehr, muss ich mal wieder vorbeischauen. Wir haben übrigens gerade gehört, den guten Theo und den guten Peter, aka The Underdogs, Cognac, der Song. Und das Geile ist, die beiden Jungs werden im Dezember ein gemeinsames Album rausbringen. Ja, okay, spannend dann. Ist richtig gut geworden, das kann ich schon mal verraten. Ich durfte schon komplett reinhören. Du kennst ja Theo, Thelonious Coltrane, auch gut. Ja, ich kenne ihn von Instagram voll gut. Nee, Quatsch, ich kenne Theo schon ein Weilchen. So, da hat auch ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit Musik machen, gerade so die erste Platte hat er schon echt auch supportet, muss ich sagen. Und das weiß ich immer noch zu schätzen. Ja.
Bevor wir gleich noch weiterreden über Musik und alles Mögliche, wir haben das nächste Bier geöffnet und zwar jetzt dann logischerweise, wenn der gute Wilczynski aus seiner Heimat was mitbringt, habe ich was hier aus der Wahlheimat besorgt und zwar, ich habe schon mal in die Kamera gehalten, ihr habt es gesehen, das Hallische Hansebier. Cool. Ich weiß gar nicht, muss ich jetzt gerade ganz ehrlich gestehen, ob es noch mehrere Biere aus Halle gibt oder ob das das einzige ist. Jedenfalls ist das jedenfalls mir bekannt. Ich bin gespannt, was du sagst. Brüsselchen auf dich. Cheers. Ja, würzig auf jeden Fall. Hat eine ganz ordentliche Stammwürze, ne? Krass, ja, auf jeden Fall. Kann man gut trinken. Kann man machen, ja. Ich weiß nicht, wie es ausartet, wenn man davon ein paar Flaschen mehr trinkt. Bei mir waren es immer nur zwei bisher. Zu wenig, Bruder. Auf jeden Fall zu wenig. Mal abgesehen von deinen Releases, die wir hier gerade schon besprochen haben. Es ist ja nun mal so, dass du als Hip-Hop-Liebhaber, als umtriebiges Kerlchen dich auch engagierst, sage ich jetzt mal so schön. Was ist ein Kerlchen, Alter? Natürlich ein Kerl. Okay, danke, Mann. Ein Mann. Ein Mann, ein echt. Mann, ein Wort. So sieht's aus, dass du ganz gerne auch noch hier und da rumschraubst und zwar unter anderem, ich habe sie gerade nochmal rausgesucht, ich hatte es ganz vergessen, wieder Postpartum, wir landen schon wieder bei Mario und Sartus Label und zwar Loop Language, Volume 1 und Volume 2, da hast du eine Menge mit am Hut. Erzähl, wieso, weshalb, warum? Also es war bei uns mal der Gedanke, also von Mario und mir und auch damals Imesa hat auch beste dazu beigetragen, dass egal, wo du auf dem Planeten lebst, so welche Sprache du sprichst, welcher Glaube du hast, wenn ein Loop hörst oder ein Beat hörst und hörst, dope ist dope für dich. So. Und mir wollte einfach viele internationale Beatmaker einfach darauf zusammenbringen, möglichst auf dem ganzen Planeten. Das war unser Ziel und man wollte auch nicht zu viel von einem Land haben und habe uns gesagt, okay, maximal zwei von einem Land. Und ja, so ist das dann entstanden, dass ich das irgendwie als mein Projekt irgendwie gesehen habe und habe das dann die ganzen Leute quasi angesprochen, zusammengetragen. Es waren halt auch hauptsächlich viele Leute aus meinem Umfeld, aus meinem Freundeskreis, wo ich mittlerweile halt das auch durch die Grenznähe zu Straßburg, Grenznähe zu der Schweiz, Grenznähe, nicht ganz so grenznah, aber Luxemburg. Das waren alles so Punkte, wo es unglaublich viele dope Leute gab oder gibt und halt auch super angenehme Menschen sind. Und mir wollte das einfach vereinen auf einem Tonträger, ja. Ja, dann kam die erste raus, die zweite dann auch noch. Ich muss gerade mal gucken, ich habe die Jahreszahlen gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Doch, 2017 die erste und dann 2018 die zweite. War das 2018 oder 2019? Lass mich gucken. Also, nee, du hast recht, 2019. Okay. Siehste, ja, ich habe es verwechselt mit 18, der Release von Postpartum. Ja. Und dann hier dann auch, ne? Auch mal die Credits, die einem Wilczynski gebühren. Ja, dein Logo ja mit drauf. Kopf, Alter, mit Logo-Kopf. Ja. Also hier steht auch, dass ich es mir erdacht habe. Mit Idee und Konzept, aber halt ohne ganz klein. Ah ja, da unten, na klar, aber ohne Logo, was damals wahrscheinlich noch gar nicht gab, logischerweise. Nee, Imesa war zu spät, weißt du. Imesa, was war denn da los? Ja, also ich habe das Logo relativ früh gehabt, aber sie hat es halt nicht vektorisiert und mir gegeben und ja, war immer, ist immer eine Frage der Prioritäten, weißt du. Dabei müsste doch ein Herr, ein Kerl. Mann Wilczynski Mann. Eigentlich weit oben stehen in der Priorität. Ja, aber Imesa ist ja kein Mann. Nee, das stimmt natürlich. Also, verwirrend, was wir hier reden, merkt ihr selber gerade. Richtig deep, Bruder. Ja, richtig, ja, oder so kann man das natürlich auch sagen. Ja, da dann sozusagen als kreativer Kopf dahinter, was die Idee angeht, vorhin schon erwähnt, diese Zusammenarbeit mit anderen Produzenten und dann kommen wir jetzt ja in deiner Diskografie auch automatisch vor allem zum aktuellen Projekt, ja, zu Mann. Eben dem, was hier oben steht, Beats with Brothers. Ich gehe nochmal näher ran. Das ist ja eine erste Ausgabe, da ist aber, glaube ich, ein bisschen mehr geplant, ne? Also das soll eine Serie sein, wie es sich einfach ja, so beiträgt, wie es geht, ja. Ich habe eine Plattform gesucht für mich oder ein Format gesucht, wo einfach, wo ich es vernünftig releasen kann, wenn ich mit Freunden zusammen Musik gemacht habe, also befreundeten Beatmakern. Und ich habe mir lange Überlegungen gemacht, wie wir das angehen, auch artwork-technisch. Und die Volume 1 ist die erste Platte von mir, wo nur Beats drauf sind, die zusammen mit einem anderen Beatmaker entstanden sind. Ja. Okay. Und wir haben das auch in dieser Pixel-Art gehalten, weil ich das halt auch hart feiere. Ich habe mir lange
dazu Gedanken gemacht, wie ich das machen möchte, weil ich war da hin und her gerissen, bin aber letztendlich drauf hängen geblieben und bin jetzt so mega froh, wie es jetzt dasteht, diese Serie. Volume 2 ist fertig, kommt mit Remulak im Februar. Ja, mega gut geworden und ja, that's it. Diese Pixelart, das muss man auch mal erwähnen, dazu gibt es ja auch ein wunderbares Video, ne? Was ja, ja, voll schön. Richtig gut geworden. Ich müsste mal checken, wenn ihr jetzt hier die Sendung durch habt, dann gleich einfach mal bei YouTube reinklicken und euch das Video angucken. Ja, diese Characters gibt es ja auch animiert, also du bist ja auch aktiv auf Instagram, so du kannst ab und zu diese Männchen, wenn du Wilczynski oder Flocalist suchst, kannst du die quasi als kleines GIF einfügen, ja. Oh, da habe ich ja dann was zu tun, wenn ich die Sendung hier promoten muss. Dann baue ich dich direkt ein. Macht auf jeden Fall was her. Und nee, also auch der Künstler, der das gemacht hat, ist ein Pixel-Artist aus Brasilien, Ruan, und der macht es mega gut und der soll auch die weiteren Exemplare davon in diesem Stil gestalten. Ja. Hast du da schon so einen Plan, wie viele Teile es geben soll und mit wem alles, oder lässt du das einfach, sage ich mal, auf dich zukommen? Also ich kann sagen, Volume 2 ist mit Remulak aus Großbritannien und Volume 3 ist mit Funky Notes aus Basel. Und eine Frequenz, wie oft es erscheint, gibt es nicht. Es gibt auch keine finale Anzahl an Exemplaren, wie es geben soll, sondern wir gucken einfach, wie weit es geht. Ja. So, ich habe es erwähnt, wir müssen natürlich jetzt reinhören. Zum einen in Beats with Brothers und auch in den neuen Song eben dann nochmal mit dem Beatbruder und auch mit Emesa. Und dann gibt es gleich noch einen exklusiven Song von einem Herren aus dem Zwei-Zimmer-Gefüge und Wilczynski. So viel verrate ich jetzt schon mal. Wer dich verfolgt, weiß, was da ansteht. Aber dass es diesen Song zu hören gibt, VVÖ, das ist halt das Exklusive hier. Ne? Wir lassen uns hier nicht lumpen in dieser Sendung. So viel steht mal fest. My never-ending epic got the world spinning hectic.
The saga must continue. Add another step to think about it. At times I wonder how much longer for I'm a corner. My never ending epic got the world spinning hectic. The saga must continue. Add another step to think about it. Thoughts are dying slow, stuck in a bad dream. Was wäre wann, wenn nüt wär wie du denkst und dies Bewusstsein nur in meine Loop hängt. Stell dir vor, es gäbe kein Sand. Leben und Tod werden nur zwei sich abwechselnde Zustände. Eine Art Sequenz, die sich wiederholt und repetiert und sich am Schluss einfach reaktiviert. Was wär, wenn man eigentlich gar nicht stirbt? Und der Geist hat einzuschlafen und resettet wird. Hör auf Erde. Die Matrix wäre real, es wäre es kommen, es gehen. Das zum nächsten Mal. Jeder von uns hat das gleiche Schicksal. Eine Existenz als Binärcode auf einem Zeitstrahl. Wir hätten keine Wahl. Es wäre nur ein Warten, bis die Simulation von vorne anfängt zu starten. Es da sie wäre nicht mehr als ein Set aus Daten. Und wir ihren Betraten lebendig begraben. Like my never ending epic. Got the world spinning hectic. The saga must continue. Add another step to Jacob ladder. At times I wonder how much longer for I'm a corner. Never ending epic. Got the world spinning hectic. The saga must continue. Add another step to Jacob ladder. The thoughts are dying slow, stuck in a bad dream. Was wäre das für eine Welt, in der nichts existiert? Außer die Illusion, die ein Computer generiert. Alles wird fake und vorprogrammiert. Jeder Gedanke in dir, nur künstlich inszeniert. Wenn es so wäre, welcher Wert hätte die Emotionen? Der Gefühlsrahmen wäre begrenzt wie eine Schablone. Für etwas zu kämpfen, würde sich gar nicht lohnen. Es wäre aus gleichen alten Lied in verschiedenen Versionen. Stell dir vor, jede Variable wäre konstant. Es gäbe keinen Wandel. Alles wäre Stillstand. Realität wäre nur ein Film ohne Bildrand. Effektive Darstellung auf einer virtuellen Wand. Es gäbe dich nur als Nummer, nicht als Person. Gefangen in einer nicht endenden Dotation. Der Verstand und seine Illustration wären verloren in der ewigen Reinkarnation. My never ending epic. Got the world spinning hectic. The saga must continue. Add another step to Jake the ladder. At times I wonder how much longer for I'm a corner. My never ending epic. Got the world spinning hectic. The saga must continue. Add another step to Jake the ladder. The fate of thoughts are dying slow. Stuck in a bad dream. Bad dream. Bad dream. Die Jungs kennst du auch. Klar, Mann. Said und AK420 oder AK420, wie man will. Ja, oder André Kress 420. oder so. Neues Album der Jungs heißt Nachtaktiv, unbedingt mal auschecken. Ist richtig, richtig gut geworden. Ja, über Haus und Baum, da kommen auch wirklich unglaublich schöne Releases. Ja, richtig, nur muss man unbedingt, erwähnen, ja. Unbedingt mal auschecken, Haus und Baum. Wir haben... ich habe vor allem letztens was gelesen über dich bei Social Media oder von dir geschrieben, fand ich ganz cool, wo du geschrieben hast, hier, liebe Veranstalter, liebe Fans, wie auch immer, ich werde dieses Jahr für weniger greifbar sein, 2019 zum Ende des Jahres, weil ich muss mich da mal um das eine oder andere kümmern, weil da einige Projekte anstehen. Ich warte auf deine Frage. Genau, und die Frage ist nämlich eben genau jetzt, wir haben ja schon über so vieles gesprochen, was du bisher gemacht hast und dass jetzt auch gleich noch was Exklusives kommt, aber was steht denn da alles bei dir an? Also warum möchtest du dich gerade jetzt Ende 2019 nochmal richtig konzentrieren und sagen, bam, da will ich dies und jenes angehen? Also ich kann jetzt sagen, dass zwei Releases komplett fertig sind, da haben wir das finale Master da und da dauert oder braucht es dann halt auch die Sachen außenrum, um das nach außen zu tragen vernünftig. Also das ist die zweite Version von der Beats with Brothers. Des Weiteren ist dann das Timberlake Twins Album fertig mit Zeta. Liebe Grüße an dich, Andy. Und die zwei Sachen sind fertig. So, das läuft alles, aber es ist dann immer so, du kriegst, oder mittlerweile kommen ziemlich viel Anfrage rein, ob man irgendwie einen Beitrag machen möchte zu einer Compilation, zu einer Single. Und wenn du halt 40 Stunden arbeiten gehst, du kennst das selber, dann ist Zeit halt knapp so. Und für mich ist das dann so, ich wollte einfach mal einen Cut setzen und sage, okay, ich spiele jetzt keine Live-Sets mehr, ich nehme keine Feature-Compilation-Anfragen an, um mich auf mein Stuff einfach zu konzentrieren. Jetzt kommt
Am Montag kommt jetzt zum Beispiel die Single mit dem Mesa raus. Und also Flocalist. Die ist dann schon raus, wenn ihr die Sendung seht? Genau. Des Weiteren, also das soll auch eine Serie sein, die überhaupt keinen Titel trägt. So. Ah, okay. Das wird immer veröffentlicht online als Doppelsingle mit Instrumental- und Vocal-Version. Sind wir jetzt auch schon in der Planung für die zweite Single. So. Das mache ich mit einer Sängerin aus Offenburg, die heißt Zarit. Und mega talentiert und ich habe da mega krass schneller Beat gemacht. Ich habe noch nicht so einen schnellen Beat gemacht und es wird sehr, sehr spannend, weil wir nehmen den Track diesen Monat auf in Luxemburg im Studio und ja, ich bin gespannt, ob wie das dann ankommt und der Rahmen ist einfach der, dass ich einfach mit Sänger oder Sängerinnen gerne einfach Musik machst, macht mir irgendwie momentan gerade ein bisschen mehr Spaß wie mit Rapper, muss ich sagen. Okay, unkomplizierter. Ja. Voll viel Rapper-Hate heute, aber das ist gar nicht so böse. Ich liebe Rapper. Und ja, da bin ich jetzt auch schon in der Planung für Volume 3. Ist eine Sängerin aus Zürich, die sehr talentiert ist. Und ja, Step by Step, aber auch ohne Frequenz. Das ist zum Teil das. Und ansonsten kommen viel Compilation-Beiträge jetzt noch raus. Übernächste Woche kommt was über Lo-Fi Fruits raus. Dann die Woche drauf über Urban Undergrounds. Ja, viel zu tun und du merkst so, und so wird es halt weitergehen, wenn du jetzt irgendwie einen Cut setzt und tust, irgendwie sag, okay, ich möchte jetzt gern mich auf meine Solo-EP konzentrieren, was ich nämlich auch tun möchte, so. Ich spiele dieses Jahr noch einmal live und das kann ich auch spoilern, das ist bei Corner Loops Volume 5, weil ich da auch das 5-Jährige feiere und ist wann? 28.12. Kaffee Kakadu Offenburg, ist ein Samstag, ja. Schön zwischen den Jahren, wo wir eigentlich alle nichts zu tun haben. Genau, das ist auch immer sehr gut besucht in der Zeit. Das glaube ich auf jeden Fall. Ist denn geplant dann, wenn du jetzt diese Singles rausbringst mit verschiedenen Sängerinnen oder vielleicht entsteht ja auch noch was anderes mit, was weiß ich, einem Sänger oder wie auch immer. Ja, sehr gerne. Ist das geplant dann auch vielleicht irgendwann zusammen zu bündeln und zu sagen, warum nicht auch eine Vinyl pressen? Also so ein Gedanke schwingt natürlich immer mit, wenn du sowas tust, aber ob es letztendlich dazu kommt, weiß ich nicht. Man muss auch gucken, wie weit sich das trägt oder wie das auch wird. Von der Qualität her war bisher aber alle echt krank gut abgeliefert. So, also okay. Maria Emesa hat gut abgeliefert, Zarit hat voll gut abgeliefert und ja, wenn es so weitergeht, muss man sich schon Gedanken dazu machen, ob das wirklich dazu kommt, ja. Ja, dann wollen wir doch auch mal in diesen einen Song vor allem reinhören, den du jetzt ja schon erwähnt hast. Da kannst du natürlich auch noch ein bisschen was zu erzählen mit dem guten Zetter. Ja. Ein Album, das da kommen soll. Wann, wo, wie? Kann man da überhaupt schon was zu sagen? Also Zetter führt die Verhandlungen und er ist sehr ein harter Verhandlungspartner. Das ist auch ganz spannend, die Fragen. Also kommt das Album 2020, 2021? Also es kommt 2020. Ich hoffe Quartal 1 oder Quartal 2. Da wird auch das Artwork wird von Joshua kommen, also Namin, DJ Namin, der ist unglaublich talentiert in Videosachen, Artwork-Sachen und auch ein begnadeter DJ. Also der wird uns das schöne Fotostudio ablichten und versuchen, das Maximale an Sexiness rauszuholen. Noch mehr als schon vorhin. Ja, ich überlege, ob ich einen roten Bademantel anziehe, aber das steht noch in den Sternen so. Oder ob wir das gleiche anziehen wie Zwillinge, ja, wir werden sehen. Ja, Bademantel-Posts gibt es ja auch schon von Zeta einige bei Insta, habe ich gesehen. Ja, schon, aber glaube ich gerade im Urlaub in Ägypten, ja. Ja. Chillt er ganz ordentlich ab. Ja, der Song, den wir jetzt spielen, heißt Prinzip. Okay. Und der Benmann ist mit dabei. Hallo Benny. Ja, Zetter und Benmann, wer es mitbekommen hat, auch gerne mal zurückklicken in der YouTube-Liste aller meiner Sendungen. Benmann war ja zu Gast mit Hawk One. Da war dann auch zufälligerweise bei einem Live-Rap der gute Zetter kurz mal da. Krass. Haben wir live abgeliefert hier. Genau, auch gerne mal anschauen. Hawk One, wenn ich ihn schon erwähne, kann ich dann auch mal erwähnen. Demnächst auch schon wieder hier zu Gast mit den 49ers. Die haben nämlich auch ein neues Album. Obwohl ich eigentlich gar nicht die nächsten Gäste erwähnen wollte, weil wir sind okay. Ja nicht am Ende. Wir hören jetzt erstmal rein in diesen exklusiven Song Weltpremiere. Tschüss. Und ich vermute ja mal fast dann schon fast 5-6 Monate vor VÖ, das habe ich bisher auch noch nicht gehabt. Keine Ahnung, wann es kommt, aber ich hoffe, es kommt irgendwann. Yeah, yeah. Oh yeah, was für
live, bald ist der Shit vorbei, yeah. Die Hölle liegt auf Höhe bei, yeah. The Ruby Song fire, yeah. Hab Himmel deep drinne wie Timberlake, Wins wie Jiminy, Grille, ich will los wie Rin. Alles chillig, will Gibbet mit Kin, King fickt auf Termin, du bist nix aus Prinzip. Du bist nix aus Prinzip. Ah yeah. Keep it in Ballast for me. Ah yeah. Kein Panzer bei Krieg, dafür Teenies verballert wie Kalash MG. Ah yeah. Was sie halten von mir, davon halte ich nicht viel, Ching Ching. Baby, wir sind cool aus Prinzip. Deine Kritik, bin dankbar für sie, aber dank der Chemie sind wir cool aus Prinzip. Was sie halten von mir, davon halte ich nicht viel, Ching Ching. Baby, wir sind cool aus Prinzip. Deine Kritik, bin dankbar für sie, aber dank der Chemie sind wir cool aus Prinzip. Hustle als Hauptdeck bei Live-Kick, wirkt wie ein Sidekick, zwar cool, aber peinlich. Quarantäne, Menschen flohen geschmeidig. Willi Speed ballert nicht leise und wir geben ihm den Feinschliff. Mein Humor immer beleidigt, ja. Solange der Tumor immer weiter wird. Auf dem Schulhof nie ein Geiztag, ja. Doch glaub mir, Bruder, heute sind wir die Einzigen, die freidenken, einen Scheiß geben. Konsequenzen einfach hinnehmen. Sag mir, was macht dich zum Mann? Sag mir, was macht mich zum Mann? Sie halten von mir, davon halte ich nicht viel, Ching Ching. Baby, wir sind cool aus Prinzip. Deine Kritik, bin dankbar für sie, aber dank der Chemie sind wir cool aus Prinzip. Was sie halten von mir, davon halte ich nicht viel, Ching Ching. Baby, wir sind cool aus Prinzip. Deine Kritik, bin dankbar für sie, aber dank der Chemie sind wir cool aus Prinzip. Was sie halten von mir, davon halte ich nicht viel, Ching Ching. Baby, wir sind cool aus Prinzip. Deine Kritik, bin dankbar für sie, aber dank der Chemie sind wir cool aus Prinzip. Was sie halten von mir, davon halte ich nicht viel, Ching Ching. Baby, wir sind cool aus Prinzip. Deine Kritik, bin dankbar für sie, aber dank der Chemie sind wir cool aus Prinzip. Yo. Meine Geschichte nicht am Ende, nein. Noch unentschlossen zwischen Liebe sehen und Menschenfeind. Kapitel jeder Reise könnten Bände sein. Mit konstanter Sendezeit und neuem Stoff aus engem Kreis. Scheiß auf mehr, denn mehr bedarf es nicht. Lasse Wünsche greifbar, glaubt mir, eure Filme fahr ich nicht. Dann lieber Staub zu Staub vor dem Tageslicht. Ich mach Schall drum, erwarte nicht den ersten Spatenstich. Eure Ticker sind geschmacklos. Plastik in der Platte ist der Grund, dass ich euch abstoß. Sehe nachts rot, yo, und am Tage schwarz. Gedanken umstritten, so wie Geschichten von Abraham. Ich bin Scharlatan und Scharfrichtern. Ist Leben nicht immer süß und schmeckt manchmal wie Magenbitter. Laufe weiter bis zum Ehrlichen der Straßenlichter, aber ohne Ziel, denn ich genieße, was ich habe, Dicker. Von Euphrat zu Tigris, vom Regen in die Traufe. Nur verkopfte Hoffnung für ein Leben ohne Pause. Von Euphrat zu Tigris, vom Regen in die Traufe. Verkaufte Hoffnung für ein Leben ohne Pause. Es ist komplett egal, was hier gerade passiert, denn ich hab das Gefühl, ich kann hier gerade nicht verlieren. Bin komplett verwirrt, ja so dreht sich das Rad. Diese Welt schmeckt bitter und das war's, ja. Ich mach, dass es wieder süß wird im Saarland, sagt man süß mir. Deine Freundin schläft mit Blüchtier, ich glaube, ich muss zu ihr. Denn sie sieht aus wie geleckt, nachdem ich kurz zu Besuch war. Glaub ruhig, das war Zufall, leugnet diesen Zustand und ich nutze ich wie ein Fußball. Guck, ich nutze dich wie ein Fußball. Ja, ich lass hier Druck ab und teste meine Schusskraft. Meine Zweifel haben Umfang, aber ich da keine Schuld dran. Nein, also zuck ich mit den Schultern. Über dich kann man sich wundern, wenn ich Sex hab damit Umhang. Umhang. Ja, ich hab Sex nur mit dem Umhang. Von Euphrat zu Tigris, vom Regen in die Traufe. Nur verkopfte Hoffnung für ein Leben ohne Pause. Von Euphrat zu Tigris, vom Regen in die Traufe. Nur
verkopfte Hoffnung für ein Leben ohne Pause. Ich hatte viel Glück, hab gebraucht es zu verstehen. Ich gebe nur zurück, bis sie glauben, was sie sehen. Kaloritikos bis rein, vom Styx bis zur Saar. Ich komme mit Limit, die die erste Tonate. Die Bullets sind im Vollclip. Ich warte im Flur, wenn du im Studio mit Red Bull sitzt. Ein sogenanntes Ghetto liegt in meiner Milchstraße. Deine Mutti chillt bei 40 Männern. Drei ist der FK, daran nicht beteiligt. Früher hatte ich alles, was ich jetzt hab, war mir heilig. Wer war in der Trap, ja, ich mache kein Business. Ich kenne nur den Irrweg, hab nur mein Gewissen. Pump dich auf, mach auf sexy. Neben dir seh ich aus wie der große Gatsby. Von Euphrat zu Tigris, vom Regen in die Traufe. Nur verkopfte Hoffnung für ein Leben ohne Pause. Von Euphrat zu Tigris. Die freche Gesellschaft in Form von Limit, Conversio, das passende Album. Unbedingt mal reinhören und schnell sein, wenn ihr es auf Vinyl haben wollt. Es gibt es nämlich genau 107 Mal. Okay, krass. Nicht so oft. Man kann es aber auf jeden Fall bei Vinyl Digital im Shop bekommen. Du kennst die Jungs ja auch, ne? Flüchtig, ja, flüchtig. Freche Gesellschaft, unbedingt mal checken. Limit, das Album, finde ich richtig gut. Aber wir kommen jetzt natürlich wieder zu dir und weitere Musik und Sachen und überhaupt und hin und her. Wir haben darüber gesprochen, was du musikalisch machst. Wir haben darüber gesprochen, was du musikalisch machst, wenn du selbst musikalisch nichts ablieferst. Wir haben über deinen Job gesprochen als Sozialarbeiter und wir haben ja auch logischerweise noch nicht richtig drüber gesprochen, aber du hast es schon erwähnt und wir haben auch schon die nächste Ausgabe erwähnt. Du bist ja auch Veranstalter. Boah, das ist ein großer Begriff. Veranstalter, ja, Veranstalter, stimmt das echt. Also, du bist Partymacher. Jetzt kommt mir so ein bisschen Rolf Eden-mäßig vor. Oh, stimmt, hast recht. Aber Corner Loops heißt auf jeden Fall das Ganze. Haben wir ja schon erwähnt in deiner Heimatstadt Offenburg. Du hast vorhin gesagt, es gibt mir da viel zu wenige Veranstaltungen und ich vermute mal, das war vielleicht auch der Grund, warum du gesagt hast, warum nicht einfach auch bei mir zu Hause in meiner Heimat, wo ich mich auskenne, ja, mal ranklotzen. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass ich quasi für Corner Loops habe ich sau viel gelernt von Kaderbei aus Zürich, als ich bei Le Flas spielen durfte. Ah, okay. Da habe ich halt auch viel gelernt, wie das so künstlerbetreuungsmäßig voll schön ablaufen kann. Und da hat einfach alles gepasst so. Und dann haben wir das Kanonenbuttertape gemacht, zusammen mit Hydrogen. Und dann haben wir schon Überlegungen gemacht, wie wollen wir eine Release-Party machen? Das könnte voll cool kommen, so in einem Café in Offenburg, wie ich da auch erst vor kurzem dann kennengelernt hatte. So. Und das Café Kakadu ist ein wunderschönes Eckcafé in Offenburg, wie ein bisschen größer ist als der Raum hier. Und für mich war wichtig, dass zum Beispiel die Location ziemlich klein ist, damit auch einen schnellen Vibe entstehen kann, auch wenn wenig Leute kommen. Und da habe ich dann halt mir angefangen, Gedanken zu machen und war dann so, ja, es gibt, wie du vorhin gesagt hast, es gibt viel zu wenig Veranstaltungen, wo die instrumentale Musik im Vordergrund steht. Und deshalb habe ich angefangen, einfach was selber zu machen. Hier in Offenburg, wo es sehr, sehr liebevolle Szene besteht, wo man sich gegenseitig sehr unterstützt. Wo für meiner Meinung nach viel mehr geht manchmal wie in viel größere Städte, weil einfach da noch der richtige Hip-Hop lebt, da diese Community da ist und was sich gegenseitig einfach supportet. Und das weiß ich auch zu schätzen, so das, was da abgeht dann. Und es ist so, dass ich dann halt immer zwei Beatmaker von außerhalb habe, einen Local Slot, Eintritt ist frei, es gibt immer eine Vinyl dazu, wie es nur an dem Abend in dem Kaffee gibt. Mit dem Sponsoring von Dezibelle kann man das ziemlich gut umsetzen. Liebe Grüße an Flo. Ich grüße nur Leute. Aber ja, ohne die wäre es auch nicht möglich. So, Emesa macht immer den Flyer, macht immer die Fotos, die Videos. Und Joshua ist immer da, macht den Videoschnitt, legt zwischen den Beatsets auf, vor dem Beatsets auf, nach dem Beatsets auf. Und ohne die wäre es nicht möglich so. Also ich bin denen unglaublich dankbar. Naja, wenn es eintrittsfrei so ist, geht es ja auch nicht anders. Ja, ne? Also. Und auch um Sebastian, der dem das Kaffee gehört, so, das
geht sehr Hand in Hand und ist echt sehr, sehr schön. Ja. Ist der ein alter Hip-Hop-Fan oder wie ist der damit umgegangen, wie du mal zu ihm gesagt hast, Mensch, könntest du dir das nicht vorstellen, dass er hier irgendwie so in ja, also in dem Moment war jetzt gar nicht so auf Hip-Hop. Er hat dann erst dieses Instrumentale erst ein bisschen kennengelernt und dann war es okay für ihn. Es war auch immer super viel los, muss man sagen. Mhm. Ja, er hat immer ein bisschen Angst gehabt vor den Hip-Hop-Leuten, dass ihm die Lade vollkritzeln und so. Aber, eine berechtigte Angst. Na, ja. Aber das ist ein sehr, sehr angenehmer Vibe. Das Einzige, wo immer ein bisschen Thema ist, halt, das ist halt in der Seitenstraße von der Fußgängerzone in Offenburg. Okay. Und die Polizei kommt dann manchmal halt, wenn es zu laut wird. Ja, muss man immer so ein bisschen halt schauen. Wenn die Fenster offen sind im Sommer, ist es schon laut. Aber im Winter kriegen wir es, denke ich. Kriegt das dann irgendwie hin. Ja, wir haben ja schon geklärt, wann die nächste Ausgabe ist. 28.12. Ja, Mann. Genau, also wer mal in der Gegend ist oder einfach auch in der Gegend lebt, vorbeischauen. Ja, Eintritt ist frei, es gibt Vinyl, es gibt Bier, es gibt gute Musik, kommt rum. Es gibt also keinen Grund, nicht vorbeizuschauen, so einfach ist es. Ja. Ich meine, es ist schon so, wie du sagst, klar, es gibt wenige Veranstaltungen, aber es sind ja trotzdem mehr geworden in den letzten Jahren, ne? Wo Beatmaker sich ganz gut präsentieren können. Ne? Ja, voll, voll. Also das muss man schon sagen, also Le Flash, krass, in Zürich kommt jetzt wieder. Roland sagt immer, Le Fla war nie weg. So. Aber ist jetzt wieder da. Ich glaube, das hat auch dieses Wochenende wieder stattgefunden. Dann in Hamburg gibt es dieses Project Beatmaker, wo auch eine super Plattform ist für Beatmaker. Dann dieses Beat Battle, wie jetzt stattfindet nächste Woche. Es passiert viel so. Beatgeeks in Berlin auch. Beatgeeks natürlich. Die Speerspitze vielleicht, ja, so ein bisschen. Voll. Ja. Ja, Speerspitze ist Corner Loops. Tut mir leid. Ja. Und der Tape-Fabrik Beatfloor ist natürlich brutal krass. Da habe ich wahrscheinlich einer von meinen schönsten Momente gehabt, das Beatmaker, das muss man schon sagen. Das stimmt, das ist wirklich immer schön. Vor allem, da ist auch da passt auch die Location so gut. Also dieses Café ist das ja im Endeffekt auch, was sie da umfunktionieren. Ja, ich schwöre so, das erste Jahr war noch ein bisschen geiler, weil das halt so mega klein war. Und als Artist ist es geil so, ja, als Besucher nicht so geil, aber es war unglaublich schöner Vibe im ersten Jahr da, weil alles so eng, klein und. Aber jetzt ist der Laden ja trotzdem voll, auch wenn es größer ist. Also finde ich schon richtig, richtig geil. Wir werden ja unter anderem auch deine drei Vinyl, die wir schon angesprochen haben, verlosen hier. Ne? Also Beats with Brothers, ausverkauft, verlosen wir. Wir werden die Kayo Duality Vinyl verlosen und wir werden verlosen Anruf in Abwesenheit, die ich gerade hier auch irgendwo stehen habe und nicht sehe, aber ist ja wurscht. Ihr wisst ja, welche Scheibe ich meine. Wir wollen aber dann auch vor allem gleich noch über andere Mucke sprechen. Denn du hast, wie sich das so bei mir in der Sendung gehört, auch ein paar Platten mitgebracht, die dir sehr wichtig sind. Ja, voll. Die du besonders feierst. Das finde ich immer wieder eine wunderbare Rubrik, weil man da ja auch so als Zuschauer und auch ich entweder neue Dinge entdecke oder alte Dinge wieder auf den Schirm bekomme und mir denke, ja stimmt, geil, was war das für eine Scheibe. Wir hören uns vorher aber noch ein bisschen Mucke an. Und dann gehen wir in die Tiefen von anderen Musikern und anderen Alben. Ich habe frisch dabei, beides im Endeffekt frisch. Einmal diese beiden Herren hier, die wirst du auch kennen, Air Fork One und Tim Taylor. Vom Namen her, so, ja. Vom Namen her, okay. Kollektivgedächtnis nennen sie sich zusammen, haben dieses Album rausgebracht, da werden wir reinhören. Und ich habe mit dabei, auch ganz frisch, Audio 88 hat eine 7-Inch rausgebracht, heißt Fleischwolf. Und das Schöne ist an dieser 7-Inch auf der B-Seite, ist der gute Lord Folter. Tschüss. Ja, mit dem Song Apfel wollen wir uns auch geben. Und dann gleich mehr von Wilczynski und seinen mitgebrachten Vinyl. Wen fürchten die Schafe mehr? Den Hund oder den Schäfer? Ist dein Glas jetzt schon halb leer? Oder willst du nur noch mehr haben? Man sieht, da ist noch Luft, aber bestimmt nicht mehr nach oben. Halb voll oder halb leer, fliegt's Glas an Kopf, geht man zum Boden. Logisch. Im Zweifel für den Zweifel, die Erde ist eine Schneide. Kein Balanceakt ohne Leichtsinn, bist ein selbstbestimmter Mensch. Reiß dich zusammen und entscheid dich. Entweder du bist eine arme Wurst oder eine Feige. Versuch den Wahnsinn zu kapieren. Hase, du bleibst hier. Es gibt doch auch noch Braten bei Oma nachmittags um vier. Hase, du verlierst dann deine Armbanduhr beim Spielen. Nachher ist das Gejammer groß, ein anderer vielleicht tot. Idiotenperspektive, obwohl Milch und Honig fließen. Vielleicht brennt's ja noch besser, wenn man obendrauf Benzin kippt. Wissenschaft fordert Beweise und im Neandertal gilt Feuer machen noch als Leistung. Deep Deutschland, depressiv Deutschland. Deep
Deutschland, depressiv Deutschland. Der Stamm fällt nicht weit vom Apfel. Deep Deutschland, depressiv Deutschland. Deep Deutschland, depressiv Deutschland. Deep Deutschland, depressiv Deutschland. Der Stamm fällt nicht weit vom Apfel. Das Glas hat was erfüllt, ich mache was ich will. Wer hat Angst vom blassen Knilch? Im Spiegelbild sind alle Macker still. Nicht lange fackeln hilft, kein Grund ist Grund genug. Genug Platz unterm Schuh. Opfer und Jäger gehen Hand in Hand, ganz entspannt am Rand entlang. Wo sind wir angekommen? Aus der Ferne hört man irgendwo noch Ruggathon. Irgendein Standardsong, hier haben wir Land gewonnen. Wo kein Gras mehr wächst und Schlaf den Tag ersetzt. Wo man sich falsch verhält, schreit einander auf Respekt. Es interessiert keinen, wie hart ihr seid. Rauchen verkürzt die Wartezeit vollkommen zugekokst. Ist der Nase weiß, ist eine harte Zeit. Nur Coca-Cola-Werbung auf Durststrecken. Die Welt geht unter die Haut, bitte nicht aufregen. Willst du die Furcht wecken? Zappenduster, German Angst, der Gehörnte tanzt. Deep Deutschland, depressiv Deutschland. Deep Deutschland, depressiv Deutschland. Der Stamm fällt nicht weit vom Apfel. Deep Deutschland, depressiv Deutschland. Deep Deutschland, depressiv Deutschland. Deep Deutschland, depressiv Deutschland. Der Stamm fällt nicht weit vom Apfel. Ich hau mitten in die Brust, wie Wolken vom Hindukusch. Wo dein Herz schlägt, die Lunge füllt diesen Rhythmus mit Luft. Und weil du nicken musst, nicht anders kannst, wenn das Ding dich schubst. Weißt du, wir haben's für dich gemacht, für dich und für Hip-Hop. Der lebensrettende Schluck für halb verdurstete Heads, deren simpler Wunsch nach echtem Rap hiermit erhört wird. Wir waren genauso die Kids hinten im Bus. Jetzt sind für die, die Druck machen, bis dein Soundsystem zerstört ist. Untergrund, wie die Turtles beschreiben Pizzakartons. Ein bisschen Farbe für den tristen Beton. Wir haben das Hip-Hop-Feeling von damals schon mitgenommen. Verbinden Zukunft und Vergangenheit mit unseren Songs. Air Force One und Tim Taylor, wer sonst hat die Chance bekommen, Rap zurückzuholen und sie prompt wahrgenommen. Sie sind weise, doch so frisch, als hätten sie gerade begonnen. Haben die Herausforderung angenommen und dann gewonnen. Who got the funk? We got the funk. Der Völkerlicher. Who got the funk? We got the funk. Tim Taylor. We got this mama to perfect. Hey, yo. Funky Fork und der Soul Brother Taylor sind eins und erinnern dich daran, wo du bist, wie Lesezeichen. So viele Styles, dass es für ein Leben nicht reicht. Beschützen Hip-Hop zu zweit und becken uns gegenseitig. Keine eingekreten Hochglanzfressen, die aus einer Zeitschrift lächeln. Bereit uns mit Leibeskräften für Rap einzusetzen. Es ist wie gute Medizin, wenn die beiden rappen. Und ihr schreibt dazu höchstens langweilige Beipackzettel. Vorbei die Zeit, unnötiger Streit zum Battles. Wir cyphern zu zweit, der Spitze einer kollektiven Welle. Großes Tennis, wir reihen uns ein, auch in deine Playlist. Finden den Weg in dein Gehör, weil wir auch wissen, wo dein Herz ist. Simple Anatomie mit der Präzision der modernen Neurochirurgie und das auch ohne Doktortitel. Die Rettungssanitäter der hiesigen Szene versorgen jeden Patienten mit Hip-Hop, mit Hoffnung und Liebe. Who got the funk? We got the funk. Der Völkerlicher. Who got the funk? We got the funk. Tim Taylor. We got this mama to perfect. Who got the funk? We got the funk. Das Kollektiv. Who got the funk? We got the funk. Das Kollektivgedächtnis, Tim Taylor, Air Force One, wie gesagt, frisch raus. Unbedingt mal reinhören. Und wir sind, wie schon gerade angekündigt, im letzten Take der Sendung. Yeah. Und da gönnen wir uns natürlich noch die ein oder andere Scheibe, die du mitgebracht hast. Und vor allem, wieso, weshalb, warum, welchen Einfluss hatte dieses Album auf dich? Wieso ist dir das wichtig? Warum hörst du das immer noch? Wie auch immer. Ich bin gespannt, was du dabei hast. Oft weiß ich es vorab, diesmal weiß ich gar nichts. Wie viel darf ich denn zeigen? Nö, wir fangen einfach mal an und gucken dann. Leg los, was hättest du als erstes? Ja, du hast ja echt richtig viel mitgebracht. Ja, voll. Okay. Also die erste Platte ist für mich das beste Hip-Hop-Album ever. Also es wird auch kein besseres mehr geben und es wird, ja, ich habe kein besseres gehört in der Vergangenheit. Das allerbeste für mich, mein Lieblingsalbum. Okay. Ja, Mann. Welches?
Ja, das, nee, ich bin gerade. So, das ist halt hier. Ach so, ja, wann, doch, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Miss Vienna, unglaublich. Gut, ja, also die Beats, die Raps, die Attitude der Raps, dieses Wiener Schmäh, wie mit reinkommen, das ist einfach. Sensationell, ne? Es ist einfach so zeitlos, ja. Ich hab's doch auch irgendwo. Egal, finde ich wieder. Doch, da war's doch, ich hab's doch gesehen. Da, das ist gut. Deine, okay. Deine ist noch ein bisschen besser halt als meine. Oha. Das kann bei mir auch passieren übrigens. Alter, niemals. Also, zielt, Alter, wer, ne? Hier, Discogs-Freunde. Könnt ihr mal ein Angebot schicken? Ja, also die ist richtig teuer. So, die ich habe das wirklich witzigerweise bei mir, ich habe das jetzt letztens mit einer anderen Scheibe gehabt. Ich weiß gerade gar nicht mehr welche. Ich habe was gesucht, habe eine Scheibe rausgeholt, die war auch verschlossen. Das ist deshalb mir oft passiert, dass ich mir die Scheiben oft als Vinyl und CD gekauft habe. Ach so, okay. Und dadurch, dass ich ja so viel unterwegs bin, war es bei mir oft echt so, dass die Vinyl einfach nur ins Regal gewandert ist, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, zu Hause Mucke zu hören, habe die CD mit ins Auto genommen. Und dann passiert das wirklich, dass die verschlossen sind. Aber da ich nichts verkaufe, braucht ihr auch keine Angebote schicken, außer jemand schickt was Vierstelliges. Dann müsste ich überlegen. Also ich kann dir sagen, bevor ich die Platte verkaufe, kaufe ich mein Auto, Alter. Dann haben wir es ja geklärt, oder? Da ist doch alles gesagt auf jeden Fall. Ja, das Album, wie bist du damals rangekommen? Weißt du es noch? Du, mein Bruder hat mir das aus Österreich aus dem Urlaub mitgebracht, auf CD damals. Und ich fand es unglaublich krass. So. Und jetzt, wenn ich es wieder höre, das ist jederzeit Genuss, so die Platte zu hören. Es hat mir unglaublich viel gegeben. Wir waren auch damals, ich weiß nicht wann das war, 2010, 2011, da hat, glaube ich, Camp dieses am Stromfestival gemacht in der Nähe von Wien. Da waren wir auch ein Jahr und es war, ja, ich mag die österreichische Szene auch sehr, so das, was ich zumindest hier mitbekomme. Und ja, das Album ist für mich, muss nicht reinmachen, alles gut. Ach doch, doch. Das ist voll schwierig manchmal. Ja. Ja, und das ist für mich ein zeitloser Klassiker und für mich das beste Rap-Album international. Ist schon echt schade, dass er nichts macht mehr, ne, so richtig. Also bei mich ist ein Live-Goal, irgendwann ein Track mit ihm irgendwann zu haben. So, also Florian, wenn du Bock hast, jederzeit. Das nenne ich mal eine Einladung. Ich weiß zwar nicht, ob er zuguckt, aber vielleicht wird es an ihn weitergetragen. Ich schicke ihm die 10 Sekunden als Nachricht. Als Insta-Story. Ja, gehe ich total mit Mega-Album. Werde ich mir auch, danke, und das ist das, was ich vorhin meinte, dass du das nochmal bei mir auf den Schirm rufst, das werde ich mir dann auch nochmal jetzt in aller Ruhe wieder anhören. Ja, mach Weil mal das auf. Ist immer so das Gemeine, ne? Dass du so deine Alben, die man zwar feiert, die stehen dann im Regal, es kommt ständig Neues raus und du vergisst eigentlich, was für Perlen du zu Hause stehen hast. Schon. Deswegen, geile Scheiße. Kann ich mir ruhig wieder geben. Ja. Mach, pack die zu mir. Dann hätte ich nämlich doch eine verkaufen können bei Discogs. Stimmt, ja. Na dann. Ja, nächste Platte, das haben wir vorhin eingangs der Sendung schon mal erwähnt. So, das ist für mich halt prägend gewesen. So, das ist hier die. Ja, klar. Ganz stark. Tschüss. Lindenau vom Dude mit Broken Pieces war wahrscheinlich einer der beste Hip-Hop-Beats überhaupt. Ja. Muss man schön vorsichtig halten. Ja, auch eine wunderbare Reihe. Ultra. Also Kiez. Das ist auch. Ja, und das ist die beste Kiez von allen. Ich war letztens verwundert, irgendjemand hatte ich bei Facebook gesehen, auch jemand aus der Hip-Hop-Community hat voll viele der Scheiben verkauft. Das habe ich auch irgendwie gesehen. Auch gesehen? Ja. Ich glaube 5, 6 Stück, wo ich so dachte, warum verkauft man denn seine Kiez-Scheiben? Also ich kann ja verstehen, dass man ab und zu mal ans Regal geht und sagt, ach komm, aussortieren, weil zwar irgendwie gut, aber mir nicht so wichtig. Aber Kiez-Scheiben wüsste ich jetzt nicht, ob ich die verkaufen würde. Also. Ja, also die würde ich nie verkaufen, das kann ich dir sagen, ja. Ja, also generell, man verkauft überhaupt Scheiben von Dude 26 bitte gar nicht verkaufen. Ja, Mann, what up. Das ist wirklich einfach, da ist jede Scheibe ein Genuss. Welche übrigens auch sehr gut war, weil du gerade sagtest, für dich die beste, welche ich total feiere, ist die von Jay Spahn. Ja, fand ich auch gut, ja, aber ich finde die halt untouchable, sorry. Hey, jedem seins. Ist doch gar kein Problem. Ja. Die von Twit war auch noch schweinegut. Ja, schön. Allein. Ja. Ja, schöne Auswahl bisher. Ich bin gespannt, was weiterkommt. Boah. Du bist halt ein Musikkonnoisseur, man merkt es. Ja, ja, normal, normal. Also ich zeig dir jetzt die da hinten, die dicke so. Kamasi Washington. Geil. Ja, 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 da musst du ein bisschen was zu erzählen. Ich glaube, das ist weniger Leuten bekannt. Ja, ist halt einer der krassesten Jazzmusiker unserer Zeit. Das kann man schon so sagen. Oder Musiker überhaupt. Und warum ich die Platte dabei habe, ist,
Ja, er hat bei uns in Freiburg gespielt und ich war mit Imesa auf dem Konzert und es war erstens sehr witzig, weil es saß, glaube ich, ein Drummer neben mir und der hat, glaube ich, jede Kickdrum mitgemacht und es war ein bestuhltes Konzert und ich saß dann so auf diesem Hocker und bin dann immer so mitgeballt, weil er immer so gestampft hat und ja. Und es war ziemlich witzig und das Schöne war, das war für mich eines der krassesten Konzerte überhaupt mit diesen zwei Schlagzeuger auf der Bühne. Mhm. Er, wie er mit seiner anderen Musiker Kollege auf der Bühne umgeht, unglaublich schön. Sein Vater spielt auch mit in seiner Band. Ah, cool. Und kenne ich, hatte ich auch mal. Ich habe auch mit meinem Vater zusammengespielt. Ach, krass. In der Solo-Funk-Band. Krass, heftig, okay. Ja, ist schon irgendwie geil. Und auf jeden Fall kam der dann nach dem Konzert auch raus so und ich war voll hyped, so ich war voll... Like voller Star kommt. Und als ich dann, man konnte ihm dann die Hand geben und Fotos machen und so. Und als ich ihn dann getroffen habe, habe ich ihn gefragt, ob ich ihn umarmen darf. So, und habe ihn halt, und er hat gesagt, ja, for sure. Und habe ihn dann halt in den Arm genommen, weil das wirklich unglaublich krasses Konzert für mich war. Ja. Und ich sehr glücklich und dankbar war, dass ich das miterleben durfte. Ja, wenn man dir so folgt, man hört halt, du bist absoluter Musikliebhaber, ne? Das ist ja, das, also es gibt nicht viele Dinge auf der Welt, die schöner sind, so wie Musik. Ja. Das trifft es auf jeden Fall. Ja, auch vor allem eine wunderbare Box, ne? Weiß ich auch gar nicht, die kriegt man die überhaupt noch? Ach, ich glaube schon, aber ja, das ist das erste Album, die war einfach ein bisschen zu einfach zu transportieren, weil die diese Box hat und ich habe die einfach stellvertretend mitgenommen. Mhm. Weil bei der anderen ist das so, bei der aktuellen, ich weiß auch gar nicht, wie die genau heißt, auf jeden Fall ist da eine Platte versteckt drin und die muss man dann, die ist dann wie in so einem Gatefold drin, wo du da oben dann mit dem Cuttermesser aufschneiden musst und die Platte rausholen musst, ja. Wir haben meinem Bruder zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt oder zum Geburtstag die letzte. Ja, mal ab und zu muss man sich was einfallen lassen, damit man die Vinylkäufer noch überraschen kann. Ja, und die versteckte Vinyl, die Tracks, die gibt es auch nicht digital, die gibt es nur auf der Vinyl. Das finde ich übrigens eine richtig gute Variante, das muss ich auch mal echt sagen, dass man, ich finde es manchmal auch ganz geil, obwohl oft läuft es auch andersrum, wenn man ein Album rausbringt auf Vinyl, sagen wir mal mit 12 Tracks, dass dann aber nur 10 online sind. Zum Beispiel. Schon. Das finde ich hervorragend. Ja. Ich habe zwar jetzt ein paar Mal erlebt, dass es genau andersrum ist, wo ich auch so dachte, wieso bekommt denn jetzt der Digital-User oder selbst der CD-Käufer mehr Songs als ein Vinyl-Käufer? Das finde ich dann total banane. Aber keine Ahnung, was dahinter steckt, obwohl, warum ich das gerade erwähne, ich rede von DJ Max und Crime Apple, die das nämlich gebracht haben. Die haben nämlich zwei Songs jetzt nochmal rausgebracht auf 7-Inch. Das sind 4 Songs, wo dann die 7-Inch einfach 50 Euro kostet. Oder wenn du sie in Gold haben willst, 100 Euro. Ich dachte, die wäre schon aus Gold für 50 Euro. Ja, müsste sie. Sie müsste vergoldet sein eigentlich. Aber naja, gut. Kommen wir zur nächsten Scheibe, bevor ich hier zu viele komische Anekdoten von US-Rappern und DJs erzähle. Ja, also ich habe jetzt hier, die kennt man vielleicht. Die kennt man vielleicht. Ja, klar kennt man die. Die Platte von Cutterby. Aus Zürich, für mich ist das einer der liebsten Menschen und einer der Beatmaker, der meiner Meinung nach einer von den eigensten Sounds überhaupt hat. Das hört sich so eigen an, was er macht und spielt für mich unglaublich dope Beatsets. Unglaublich, also ja, ich freue mich schon auf Connor Loops 5, ja. Die Scheibe habe ich auch gespielt, wie sie rauskam. Ich überlege gerade, wann war denn das? Ja, 2018. Das war noch in einer meiner letzten Radioshows. Hatte ich die noch mit drin? Bekommt man, glaube ich, auch noch. Ja, schon. Bei Vinyl Digital, wenn ich richtig informiert bin. Auch mal unbedingt reinhören. Das ist ein richtig schönes Album. Voll. Ja. Also ich mag auch dieses Konzept seiner Beat Diaries. Unbedingt mal reinhören so auf YouTube. Das finde ich unglaublich cool. Diese Inspiration der Stadt und das dann zu filmen und so. Das, ja. Stehen auch, wenn du drinnen schaust, wenn du es aufmachst, stehen auch immer so kleine Anekdoten zu manchen Städten drinnen und so. Ja. Finde ich sehr liebevoll alles gestaltet und wirklich unterstützenswert, ja. Bekommt man auf jeden Fall auch was für sein Geld, ne? Da wären wir wieder beim Thema. So auf jeden Fall. Wenn du hier Geld ausgibst, bekommst du auf jeden Fall was Schönes. Ja, schön. Schöne Wahl. Weiter geht's. Ich bin gespannt. Ich habe, glaube ich, noch drei. Wir haben ja noch ein bisschen. Ja, ja, also die kennst du mit Sicherheit nicht. Glaube ich nicht, dass du die kennst. Ich hoffe jetzt. Ja, Mann. Wenn du das schon so ankündigst, dann möchte ich sie auch nicht kennen. Nee, kenne ich nicht. Das ist Rap aus Luxemburg von meinem Mann David. Okay. Luxemburgerischer Sprache. Und steht für mich stellvertretend einfach für die Leute, die ich Sealed da... Sealed übrigens. Ja, Sealed, die hat er mir auch erst mitgebracht. Touché, Bruder. Auf jeden Fall steht es für mich stellvertretend einfach für die
Leute, die ich da dort kennenlernen durfte, das ist alles so liebevoll, wenn ich nach Luxemburg komme, ist wie wenn ich Familie besuche. Und dafür bin ich sehr dankbar und deshalb wollte ich die Platte einfach mitbringen. Also liebe Grüße an David, an Corby, PC, Edelweiß, AC, Headmaster und Mario. Ich überlege auch gerade, ob ich irgendeinen Feature-Gast kenne, aber auch das ist mir absolut ein Rätsel. Aber gut, Luxemburg hätte ich jetzt auch... Geht so unglaublich viel, wirklich so, ja? Hip-Hop-mäßig, ja. Gibt super dope Beatmaster. Beatmaker, also Headmaster musst du unbedingt auschecken. Und Headmaster, okay. Headmaster, AC, DJ PC, richtig, richtig gute Jungs, ja. Okay. Also Headmaster war, glaube ich, auf Loop Language 1, AC war auf... Loop Language World 2, da ist immer jemand aus Luxemburg mit drauf. Ja. Okay, ja, sehr schön. Da unterhalten wir uns gleich nach der Sendung noch ein bisschen ausführlicher drüber. Das finde ich interessant, weil Luxemburg hätte man jetzt ja im Normalfall sonst nicht auf dem Schirm. Ja, schon. Ja, obwohl wahrscheinlich da kennt sich jeder. Oder? Ja, in Luxemburg kennt sich jeder, der Hip-Hop macht irgendwie. Ja, viele auf jeden Fall, ja. Sehr, sehr schön. Was hast du noch dabei? Oh. Komm jetzt nicht wieder mit, ich glaube, das kennst du nicht. Hier. Eine Scheibe reicht, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist der Soundtrack zu Glücksberg. Ja. Natürlich kenne ich den Glücksberg-Film, aber ich kenne den Soundtrack nicht. Magst du die Glücksberg? Ich habe da keine Meinung zu. Ist das jetzt tragisch? Ja, ich fand es halt immer cool, dass die Regenbogen aus dem Bauch rausschießen konnte und so. Das war schon Amok. Entschuldigung. Ja. Der Satz der Sendung. Ja, ich fand das schon Amok, dass die mit Regenbogen aus dem Bau schießen konnten. Sensationell, aber mal davon ganz abgesehen. Wieso hast du die mitgebracht? Hast du die etwa mal verwurschtelt in irgendwas? Oder? Na, ich habe die in Winterthur einfach gekauft, weil ich die Glücksbärches cool finde. Und deswegen was anderem. Nee, das ist so, ja. Childhood Memories einfach. Und, ist das herrlich. Auch weil hier Text Michael Kunze. Naja, klar, wer kennt ihn nicht? Der Moderator. Ey, sensationell. Ja, Scherz, wollte jetzt nicht nur irgendwelche Wu-Tang-Platten zeigen, sondern auch den Glücksberg-Soundtrack. Ja. Das ist für mich eigentlich das Highlight. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann jemand mal so eine abstruse Platte mitgebracht hat. Da hast du auf jeden Fall mal einen rausgehauen. Guck mal, jetzt. Das ist ein Regenbogen, sau schön. Und hinten ist ein Schloss aus Wolken. Oh ja, das könnte fast so ein Lofi-Cover sein. Ne? Mit Herzen und allem. Und hier, guck mal, hab dich lieb, Berchis. Boah, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist schon brutal. Ey, herrlich. Helen Christie auch noch auf dem Cover. Ja, was will man mehr? Damit wir aber jetzt nicht die Sendung abschließen. Ich habe noch eine. Ja, deswegen sage ich ja, ich will nicht die Sendung mit diesem Cover abschließen. Du hast noch was, anderes dabei. Und, was Hip-Hop-mäßiges, oder? Nein. Nein? So, ich hab Jazz. Zeitlos auf jeden Fall. Okay. Und es ist für mich halt die, meine absolute Lieblingssängerin, kann ich sagen. Und Sade. Ja, Mann. Ja, ja, Mann. Ach, die gute Sade. Stronger than Bright, so. Und ich wollte es jetzt in dem Band mal nachmachen, aber ich muss die halt einfach mitbringen. Es tut mir leid. Ich liebe die Frau immer noch, auch wenn sie mittlerweile schon ein bisschen älter ist. So, einfach unfassbar. Zeitlose Musik, ja. Zeitlose Musik, tolle Frau. Ja, sie ist hübsch, wir dürfen das erwähnen. Unglaublich hübsch, Alter. Ja, unglaublich hübsch. Eine unfassbare Stimme und so unfassbar, auch wenn man sie nicht kennt, allein schon so unfassbar angenehm, weil sie so unfassbar wenig um ihre Person einen Hype macht. Ne? Ja. Die macht halt einfach, oder sie macht halt einfach nicht. Voll. Das ist das Schöne. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ja, Benmann, ich hoffe, bei dir ist das nicht so der Fall. Der meinte mal irgendwann so, ich hoffe, da sind keine Flecken drauf. Nee. Benmann. Ja, nee, Sade steht natürlich außer Frage. Großartig. Ja, du bist eben ein Musikliebhaber. Und ein Musikliebhaber bringt übrigens auch seine Vinyls in seinem eigenen Bag mit. Ich vermute mal, das kann man irgendwo kaufen. Nee, mittlerweile nimmer. Sold out, diese Love Wilczynski Headfish. Das Logo finde ich auf jeden Fall sensationell. Also auch nochmal Grüße an die Mese. Das ist wirklich geil. Ich habe das Video, das damals auch so gepostet hast, so hier, ich bin dabei und habe mir Gedanken gemacht und da kommt was. Habe ich so gedacht, das ist schon richtig gut gewesen. Ja, das hat sie schon gut gemacht, muss man schon sagen. Ja. Auf jeden Fall. Das muss man wirklich sagen. Ja, mein Lieber, dann sind wir am Ende der Sendung angekommen. Schön was. Ich bleib noch ein bisschen, ich glaube, wir hören gleich noch ein bisschen in die Glücksbärchi-Film-Vinyl rein. Tu es, tu es. Ja, trinken dabei vielleicht noch ein Getränk und dann werden wir auch nochmal in Ruhe essen gehen. Schön. Schön, dass du da warst.
Ja, es war unglaublich entspannt und angenehm. So, ich habe mich gefühlt, als würde ich einen Freund treffen. Das höre ich am allerliebsten. Ja, ihr checkt einfach aus, was Wilczynski da in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr und überhaupt alles raushauen wird. Auf das Album, wie gesagt, mit Zetter bin ich schon echt gespannt, wo es dann auch kommt und wie werdet ihr einfach verfolgen. Insta, Facebook. Es wird verstörend. Verstörend schön wird es vor allem. Wir haben noch einen Song, habe ich noch mit eingeplant, so zum Schluss als Rauswerfer, dass wir auch nochmal schön was Amerikanisches haben. Und zwar, ich weiß nicht, ob du schon das Album mal gehört hast, von Sky Zoo und Pete Rock. Metropolitan? Nee. Nein? Ich finde es richtig gut geworden. Sky Zoo hatte irgendwie angekündigt vor Monaten, was weiß ich hier, er macht was mit Pete Rock. Da denkst du dir ja erstmal immer so, haha, muss man mal gucken, ob das dann wirklich gut wird. Die Anekdote, die ich gelesen habe zu dem Album, ist, dass das angeblich alles ältere Beats sein sollen von Pete Rock. Das würde mich, ja, weil das war dann nämlich das Gute und ich finde das Album richtig gelungen. Gibt es auch auf Vinyl, kann man schon bestellen. Ich habe es mir bestellt. Gönn's euch und wir gönnen uns da für mich einen der besten Songs auf diesem Album. Und was kann ich noch erwähnen, jetzt wo Wilczynski da war, wer sind meine nächsten Gäste? Die Reihenfolge stimmt nicht eventuell, also die ändert sich noch, aber wen ich schon erwähnen kann, wer auf jeden Fall kommt, sind die 49ers, vorhin schon erwähnt, die kommen mit ihrem neuen Album. Jetzt kommt ein Kracher, Arme Wu wird vorbeischauen, das wird, da freue ich mich auch massiv drauf und dann wird es etwas feuchtfröhlich mit meinem liebsten Österreicher, dem guten Prank Sinatra. Krass. Okay. Ich glaube, das wird hier ein ganz mieses Gin Tonic vernichten. Aber freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Die drei kann ich schon mal verraten. Alle weiteren werdet ihr dann sehen. Und nun der letzte Song der Sendung. Understandable smooth shit to jump off the stoop with. Nah, I kick in my two cents as duffels and toothpicks. I can give you 16, feel like a pound flew in. Competition nuts, all the GPS where the roof is. Rap, the same flow came out the hallway with me. I put 95 on my back like I'm DeAndre Bembry. It's like I'm Illmatic sitting on loop. Meets Mortal Kombat finishing moves. You've seen what the Genesis do. And the endings is Jordanesco. A shovel weight at the play goes. Cause six joints can get you whatever. I came as Thanos. I threw you jewels for the NYCHA flow. Blowing orange signs like I was on Dolan payroll. Malcolm X, Air Raid Nikes by the caseload. But still good to fuck with a Becky like John Stamos. Taught the note of the rule of thumb was in your windows. And I slayed a box but to make love the instrumentals. I spent more on the baggies than what they spent on the Yola. Off a plate, got rid of weight just like a Marsha Ambrosia. My bitch caught a job to shop and take up yoga. The strap on a heckler, a cotch made out of cobra. You know Benny stuffed them 12-12 skinnies until it's over. Strip Liddy still was stingy just like them Tommy Mottola. Nobody rhymed and dominant, honest, probably since Hova. Crown me kindly, I'm known as the blueprint finally decoded. Proud to be noticed, watch me, all this grinding got me promoted. We clay statues, poverty molded. I got rich with a Pyrex turning forks around it. Then retired and got richer just talking about it. I'm still smoking on the raw and sour. Open the trap, close that, then count the racks up after office hours. Fans want classics and suckers want passes. Hustlers don't want much, just comfortable traffic. All these rap niggas get as comfortable caskets. No subliminals, I'm shooting hunting bow accurate. Let's go, who run the city the most? Me and Sky shut up the club like Diddy and Poe. I be at your front door if it really was smoke. Every hustler who seen a brick say Benny the GOAT. Everybody talking that who's the best shit, all of y'all can stop it. For 2 years I recorded the hardest shit that's rocking. Worst of the year on like all the shit I jotted. I raised the bar then I linked with Marshall in the process. I weighed the raw, I linked in Baltimore to cop it. It ain't no ice, leave that cold water on the locket. Hey, now it's autumn, all the watches. 50 pointers like Harden for the Rockets. Silencer on the barrel, got a muffle to see. Popped a nigga in the side, broke a couple of ribs. Sky, I was broke when we shot that luxury vid. Now I'm on IG showing bitches what luxury is. Oh yeah, I made it clear they can't fuck with the kid. I need shorty that played faith, cause I just did it big. Go
sell the records, I'm the muscle, you dig? I don't tussle, I let my gun touch you, you dig? I can teach you about the universe, the quasars are soon to burst. The multiple suns, moons, the earth, I rhyme exquisite. And shut your city down, to the west I'm a blizzard. On the east, I'm a kamikaze pilot visit. Who said the kid in the Byzantine who envisioned green isn't mean? It's a prison scene that don't keep their division clean. I spit that hot tamale wasabi mixture, that's a Rob Zombie picture. Stop playing checkers with Bobby Fischer and just embrace it. I made it to the top floor out the basement. Blew your advance on a bracelet. Pick a line of right. It's not as wicked as a sick piranha bite. A brick of China white. Lit wick on a stick of dynamite. A quick reminder, Mike. So you niggas with a slick persona. I hump through your chick pajamas and dick your mama right. Either the flow's acid or a trigger finger to expose plastic. Leave a closed casket with a rose basket. Hey yo, my first love was the Mac 10. I got a head full. I had three body packs, then little snot nose nigga, take a nigga chains off. Yo, so quick, I had to hit it with the chainsaw. Ash them over with the snake seeds in the kitchen, four different stones, fish, waist deep, Yankee blue socks. $20, get the three of them. Paul made the sweat suit and leave me with the thing on them. And yo, Versace on the goalie. Told my teacher, fuck you, I'm in class in a rollie. Stacked 100,000, that was back in 2000. Sold a dummy brick, hurry up, nigga, count it, count it. I need a cherry made back ASAP and then counseling, counseling. Plug 30 things at the Radisson, got them dirt cheap. Three states we had to travel in, make it back safe. 40 each, I was abdomen, break one down. Everything off the mannequin, the mannequin. Yo! Glasses open. Understandable. Glasses open. Understandable. Glasses open. Glasses open. Understandable. Glasses open. Understandable.